was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, schönen guten Abend. Zwei Tage nach der Präsidentenwahl melden wir uns wieder mit dem legendären, mittlerweile legendären Duell Sebastian Bornmina. Guten Abend. Gegen Gerald Gross. Gerald Gross hier in aller Munde als Ö24-Top-Meister und was ich was, Frechdachs und das, was du alles bezeichnest wurdest von diversen Kolumnisten. Hast du überlebt? Ja. Wieder gesund? Ich war nie krank. Ja? Ja. Wo ist der Wetteinsatz? Welcher Wetteinsatz? Welcher Wetteinsatz? Die drei Wetteinsätze, die er mir noch schuldig ist, oder den anderen Wetteinsatz, den ich ihm jetzt schuldig bin? Wir hatten am Sonntag eine Bundespräsidentin. Ja? Ah, ja, da war er. Hat er schon verdrängt. Verstehe. Ja? Ja? Wir hatten vorher auf ein Resultat gewettet. Du hast gesagt, du machst 400.000 Stimmen, ja. Also ungefähr 10%. Ja. Und er hat gesagt, das schaffst du nie, du schaffst nicht einmal 200. Ja. So. Und du hast gesagt... Ist auch falsch gelegen. Du hast gesagt, wenn du keine 400 schaffst, das war sein Volksbegehr, ja, gibt es eine gute Flasche Rotwein. Also wo ist der Wetter? Ja, aber er schuldet mir die drei Flaschen von der verlorenen vergangenen Zeit. Ganz einfach. Aber er kann gern vorerst ein Glas Wasser symbolisch haben und dann kriegt er irgendwann eine Flasche. Er ist ja Veganer, er trinkt ja nichts. Ja, wieso? Das ist ja wie Perlen vor die Säue. Also wir stellen fest, der arme Mann hat sein gesamtes Budget für den Wahlkampf komplett abgegeben. Die letzten Euros noch für ein paar Kugelschreiber, die er verschenkt. Ich habe keinen einzigen Kugelschreiber verschenkt. Da ist nichts mehr für einen Wetteinsatz übrig. Doch. Wettschulden sind Ehrenschulden und er bekommt es auch. Aber zuerst bekomme ich die drei Flaschen Wein von ihm für alle anderen Verlorenen. Und den Mondzuttler aus dem Waldviertel. Den ist aber auch nicht mehr ganz schuldig. Aber ich kann mich genau erinnern an diesen einen Wetteinsatz. Wäre schön gewesen. Du hast ja nur mehr ein Kurzzeitgedächtnis, ein Tag. Das ist Langzeitgedächtnis, ist nicht mehr ein Tag. Das wissen wir. Nein, du brauchst nicht. Okay. Also, langer Rede, kurzer Sinn, die Wahl ist vorbei. Ja. Sie ist geschlagen, du bist nicht geschlagen. Nein. Sondern im Gegenteil, du steigst wie Phönix aus der Asche. 5,6%, Oliver. Ist nichts, nichts. Wie viele Stimmen absolut? Das sind 224.000. Also 200 und ein paar zerquetschte, könnte man sagen. Ja. Über 200 immerhin, über die Hürde. Gratuliere. Hättest du mir nicht zugetraut. Stimmt. Auch die 6.000 habe ich nicht zugetraut. Du hast irgendwas von unter 100.000 Stimmen gefasselt. Aber die Wette ging um die 400.000. Das wollen wir schon festhalten. So. Also 200.000 Stimmen. Und irgendwie hast du in deiner kecken Art, die du ja hast, errechnet, das wären 14 Nationalratsmandate bei einer Nationalratswahl. Das sind 10, 12 Mandate, je nachdem, wo du sie... Na, je nachdem, wo du das machst. Verstehe. In der Steiermark hätte man zum Beispiel mit dem Ergebnis in der Steiermark hätte das drei Mandate gemacht, in Kärnten ab ist schon bei 6, 2 Bundeslistenmandate, in Wien hätte das keines gemacht. Das ist relativ einfach, da kommst du auf 10, 12 Mandate. Also da gehen sich 12 Mandate aus. Ja. Das heißt, du wärst mit voller Mannschaft im Nationalrat einmarschiert, alles, was sozusagen da auf deiner Expertenliste stand und steht, wäre mit dir in den Nationalrat eingegangen. Das muss man mal respektvoll anerkennen. So oder so, Punkt 1. Ich erkenne auch respektvoll an. Jetzt legt er zuerst die Schlingern. Komm, lach mal da ein bisschen rein und dann zieht er zu. Freut dich doch, dass du einen Moderator hast, der so nett und freundlich zu dir ist. Das war in dem Wahlkampf nicht auf allen Sendern der Fall, möchte ich einmal festhalten. Also ich sage, du bist so gut, dass du sogar mit 12 Abgeordneten in den Nationalrat einziehen wirst. So, das ist einmal das eine. Das andere ist, es ist doch ein bisschen unter deinen Erwartungen geblieben. Du hast mehrfach hier gesagt, dein Wunsch sind 10%, ist knapp daneben. Und du hast gesagt, ganz sicher wird es eine Stichwahl geben, das war auch knapp daneben. Achtung, meine Prozenthürde habe ich in der gesamten Wahlwerbung kein einziges Mal definiert. Das stimmt nicht, nein. Die Rache ist das auch. Nein, ja, das wirst du nicht finden, sondern ich habe gesagt, mein Ziel ist es, den Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen. Das war das Ziel auch meiner anderen sechs Mitbewerber, die wir wollen. Nein, ich schwindel nicht. Ich sag dir, wie wärst du denn sonst darauf gekommen, dass du mehr als 400.000... Weil er das Volksbegehren 400.000 gehabt hat. Und wie viel Prozent der Wählerstimmen sind 400.000? Das weiß ich nicht, was 4%. Na, waren 200
8,6 sind es. Was sind es denn, Herr Dr. Bornmänner? Sie müssen es wissen. 8,8 irgendwas. Nein, Wolfgang. 5% nein, das kommt auf die Wahl an, weil es gibt da nichts mit Wahlbeteiligung. Wolfgang, nein. Das hängt von der Wahlbeteiligung ab. Nein, Wolfgang. Natürlich. Wolfgang. Bei dieser Wahlbeteiligung. Diese Wahl wären es über 10. Die Wette war eine. Nein, Wolfgang, die Wette war eine andere. Ich habe gesagt. Kann nicht einmal rechnen und sie Wolfgang, die Wette war eine andere. Ich habe nie die 10% gesagt, kann sich's mal. Sein Ergebnis seines Tierschutzvolksbegehrens waren es 416.000. Und ich habe gesagt, ich mache mehr als 416. Genau. Und das ist der Wetteinsatz. Nie von 10% gesprochen. Und das Band können wir gerne vorstellen. Ja. Das wären mehr als 10%. Das stimmt, das hat er gesagt. Es kann durchaus sein, dass du das gesagt hast. Ja, aber dann ist es doch dein Wahlziel, aber nicht meines gewesen. Wenn 400.000 10% sind, dann ist es auch. Mein Gott, meine Damen und Herren, das wird lustig die nächsten Jahre mit Gerhard. So, also, du bist wieder da, die Nummer hast du nicht verloren, stellen wir fest. Ich sag dir ja, Langzeitgedächtnis. Ja. Ein Pur-Lecithin, das ist ganz wichtig. Den jeden Tag ein Stamperl Pur-Lecithin. Und du wirst 90 wieder Lugner. Alles Gute von dieser Stelle. Also, den Humor hast du nicht verloren. Das heißt, wir können jetzt auf humorvolle Art und Weise warum soll ich den Humor verlieren? Revue passieren lassen. Ja, warum soll ich den Humor verlieren? Ja. Analysier sie mal für uns. Was ist denn da passiert, dass das so daneben gegangen ist, was die Stichwahl anbelangt? Der erste Punkt ist zweifelsohne, es ist daneben gegangen. Das heißt, das haben 6 Herausforderer inklusive mir das Ziel gehabt, den Wunsch gehabt und das Ziel formuliert, den Amtsinhaber in die Stichwahl zu zwingen. Das ist nicht gelungen, zweifelsohne. Was gelungen ist, ist, dass wir dem Amtsinhaber in der Neuzeit der Bundespräsidentenwahl seit 2000 das schlechteste Ergebnis eines Amtsinhabers angetan haben, der bei seiner Wiederwahl gestanden ist. 55% ist jetzt bei Verlaub gesagt so eine mathematische Legitimation und auch eine demokratische Legitimation. Jetzt sind 56. Aber, oder 56. Aber das besondere Feuerwerk eines Triumphzuges ist es bei Van der Bellen nicht. Wir dürfen nicht vergessen, 44% der Österreicherinnen und Österreicher, die gewählt haben, sind gegen diesen Amtsinhaber. Das ist ein Wert, den es kaum noch gegeben hat in der Geschichte der Republik. Bei Jonas einmal und bei Schärf, wenn mich nicht alles täuscht. Zweimal hat es bei einer Wiederwahl so eine Situation gegeben, er ist der Dritte. Wenn wir uns Fischer, Kleestil, Kirchschläger anschauen, dann waren die zwischen 80% und 85% und sind durchgerauscht. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, mir wäre es lieb gewesen und aus meiner Sicht auch gut gewesen, dem gesamten Establishment einen Denkzettel anzutun, auch der Regierung einen Denkzettel anzutun. Das ist nicht gelungen, nicht in dem Ausmaß, wie ich es mir gewünscht hätte. Und jetzt zu meinem eigenen persönlichen Ergebnis, weil ich bin ja auch als Kandidat zur Wahl gestanden. Ich habe 5,6% bekommen, das sind 1,6% mehr als die Einzugshürde beim Nationalrat. Das ist ein wunderbarer Achtungserfolg. Es ist nicht, die Bäume sind nicht in den Himmel gewachsen. Ich bin nicht der Triumphator des Wahltages. Braucht man nicht reden. Ich bin nicht der, der jetzt mit stolz geschwellter Brust, ich bin der Held der Republik. Bin ich auch nicht. Aber ich habe mich nicht blamiert. Und das muss man auch bei der Gelegenheit sagen, weil 5,6% musst du einmal zusammenbringen in der Republik. Zwei anderen Kandidaten ist es nicht gelungen bei dieser Wahl. Und wenn heutzutage die Medien meinen, Tassilo Valentin, den ich im Übrigen persönlich schätze, wie Dominik Vlasny ja auch, das ist jetzt der große Held mit 8,1%. 8,1. Dann ist er genau 2,4% von mir entfernt. Das sind jetzt auch nicht Lichtjahre. Also ich würde sagen, es hat einen Sieger gegeben, das ist Alexander Van der Bellen. Es hat ein beachtliches Ergebnis für Walter Rosenkranz gegeben, denn der hatte in seinem Terrain. Der hatte mich in seinem Terrain und er hatte Tassilo Valentin in seinem Terrain und er hatte Brunner in seinem Terrain. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, auch die Freiheitliche Partei kann zufrieden sein. Tassilo Valentin kann zufrieden sein, weil überall dort, wo die Kronenzeitung gelesen wird, hat er zumindest 8% geschafft. Bemerkenswert ist, dass die Kronenzeitung, das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen, nicht mehr mobilisiert, wie die für Hans-Peter Martin damals geschlagen haben. Da sind sie durchgerauscht durch die Republik bei der EU-Wahl. Also man sieht, die einstige Macht in der Mutgasse ist auch eine Reichweite von über 30%. Genau so ist es. Marco Pogo, Dominik Vlasny, gratuliere ich. Ihm ist etwas gelungen, als einziger neben dem Amtsinhaber in einem Wählerterrain zu fischen, währenddessen wir es uns durch 4 geteilt haben. Auch sein Ergebnis ist beachtenswert. Er wird bei der Nationalratswahl nämlich ankandidieren und er wird ein Ergebnis haben,
nicht 4-5%. Das heißt, wenn wir das ein wenig umlegen, sagen wir, der schafft möglicherweise sogar den Nationalratseinzug. Und mein Ergebnis ist insofern großartig, für mich großartig, weil ich wirklich 223.000 Stimmen oder 226.000 Stimmen auf mich vereinen konnte. Und das ist ein schönes Zeichen der Zuneigung. Ich bin zufrieden. In deinen Worten gesprochen, wenn wir das umlegen, der schafft möglicherweise den Nationalratseinzug. Ich möchte dir zwei Beispiele geben. Die Neos haben im Jahr 2013 bei der Nationalratswahl bei einem zweitmaligen Antreten 232.000 Stimmen gehabt. Das hatte, glaube ich, sogar noch weniger. Die Liste Pilz hatte bei ihrem Antreten 2017, wo sie eingezogen ist, 223.000 Stimmen, genau. 3.000 Stimmen weniger als ich. Du hast das als Erfolg aufgewertet. Und jetzt möchte ich noch etwas bringen. Die große Doyen der Grünen in Österreich, Freda Meissner-Blau, über jeden Verdacht haben, hat bei ihrem einmaligen Antreten bei der Präsidentschaftswahl 86 um 0,2% Stimmen weniger gehabt als ich in einem Parteienstaat mit drei Parteien und drei Kandidaten. Gut. Sieben Kandidaten, 5,6%. Das heißt, ja, mir war am Sonntag, ich möchte es nicht verhehlen, du gehst zwei Monate durch einen Wahlkampf. Alle sagen, dann gehst du schon so. Haben wir mitbekommen. Die Präsident, die Bude brennt, hurra. So, und dann kommst du her und dann ruft dich zwei Stunden vor der Verkündung des Wahlergebnisses ein netter Informant an, der dir Sprengelwahlergebnisse flötert, weil das soll es geben, und sagt, ja, also dort liegst du da und dort liegst du da. Dann denke ich mir, aha, okay, gut, doch nicht Bundespräsident. Ganz knapp daneben, ganz knapp daneben. Dann gewöhnst du dich, dann denkst du nach, dann schaust du diese ganzen Sachen an, was die letzten 20, 30 Jahre in der Republik war. Und dann hat mein Mann was Liebes zu mir gesagt, hat sie dreimal bekreuzigt, hat gesagt, Gott sei Dank müssen wir nicht in die Stichwahl, Gott sei Dank müssen wir nicht in die Stichwahl. Und hat gesagt, das ist ein großartiges Ergebnis, ich bin stolz auf dich. Und in dem Moment war ich auch auf mein Ergebnis irgendwie stolz. Also wir sind auch stolz auf dich und das war ausnahmsweise. Und da darf ich noch was sagen, das habe ich fast vergessen. Bitte. Es weiß ja jeder, woher ich komme. Ich war ja mal BZÖ-Politiker. Na, das auch. Ja. Das BZÖ hatte damals, ist auch gut vergleichbar, im Jahr 2006 4,11% mit dem Spitzenkandidaten. Jetzt hörst du aber dann auf mit bei 193.000 Stimmen. Das war der. Hast du noch vor, nicht, bis, unaussprechlich bis in Wahrheit. Der Name unaussprechlich. Bis zum zurückzugehen. Ja, genau so ist es. Also, und der sagt, das ist, alle fünf Herausforderer sind Idioten, sind alles Clowns, die Ergebnisse passen nicht. Der muss du einmal meinst, dorthin riechen, wo wir hingemacht haben. Um das zu, genau, der um Typ, das zu der ist einmal in seinem Leben bundesweit antreten und hat mit 193.000 Stimmen abgekackt. Und heute sitzt er da, neben ihm, da, und erzählt uns die ganze Welt, die große, und liegt immer daneben. Da, der Klaukler vom Dienst, Häfinger. Also, um das noch zu übersetzen. Damit es auch, die Zuschauer zu Hause verstehen, der Mann hat einen leichten Privatkrieg. In keinster Weise. Mit dem Herrn Peter Westenthal. Und er wollte jetzt, damit ich das für Sie übersetzen darf, festhalten, dass das BZÖ mit dem Spitzenkandidaten Peter Westenthaler wie viel Prozent hatte? Nein, 193.000 arme Seelen. 193.000 arme Seelen, würde ich sagen. Und der erklärt uns, in dem Sender, und er erklärt uns, das sein hat er mehr damals, Stimmen als das BZÖ. Damals hat der ein paar Millionen reingekatzt. Ja. Und lauter Trabels haben wir gehabt wegen den Parteispenden danach. Samt noch einer Prügelaffäre und alles. Und ich habe einen soliden Wahlkampf gemacht und bin auf mich stolz. Kein Skandal. Ohne Skandal. Cool. Stimmt. Ja, muss man schon anerkennen. Ja. Muss man sagen, positive Stimmung. So. Ich meine, andere gehen noch ihre Wahlkämpfe immer sitzen. Was? So. Ich meine, ich bin frei. So, aber jetzt genug oder bist du nach diesem Wahlkampf nicht mehr zu stoppen? Na, jetzt würde ich sagen, I'll be back. Minuten. Jetzt geht es erst richtig los. Ja, weil, weißt du, was ich da sage? Schau. Du orientierst dich nach Marktanteilen, guter Mann. Ja. So, ja. Musst du, orientierst dich nach Wählerprozent. Du musst einmal einen Marktanteil, einen andauernden Marktanteil von 5,6% schaffen. Okay? So, und dann reden wir weiter. Das ist ja nicht ein andauernden, diesem Sonntag einen Marktanteil von 5,6 gehabt und wir hatten einen von 8,1. Ja, aber das lassen wir mal. Du musst einmal dorthin riechen, so, wie ich gemacht habe. Ja, 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 ja. Aber ihr seid ja kommunizierende Gefäße, bitte. Konkurrent. Man muss sagen, eigentlich ist er heute ganz sympathisch. Total. Es ist immer so Verlierer. Aber das ist eben das, wenn sie was dann verlieren. Aber wenn der Präsident der Herz, man
Eines konnte man über Gerald Gross doch nie sagen, deppert ist er ja nicht. Ja? Ja. Also ich würde es genauso anlegen wie er heute. Ganz demütig und so weiter. Was und ich, heißt demütig? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Gross, ich habe null, nach der Geschichte, ich habe null Interesse, dahin zu treten. Ja. Warum sollte ich? Warum? Na, wozu? Braucht man jetzt nicht. Kommt ja? Nein, jetzt kommt nein, nein. Sie haben am Wahlabend, ich fand das total genial, ich habe mir angeschaut, wie die ZIP hat bei jedem Kandidaten so Zitate hingegeben. Haben Sie das gesehen? Auf Facebook gab es zu jedem Kandidaten ein Zitat. Und bei Ihnen ist gestanden, das war ein Lüftlein, das durch Wien, durch Österreich gegangen ist. Und dann haben ein paar Leute drunter geschrieben, ja, es war ein Schaß im Wald. Ja? Und dann haben wir gedacht, so, super Typ, der tut sein eigenes Ergebnis quasi schon runter, also ich will jetzt nicht sagen dodeln, aber sie verorten das richtig. und ich finde das insofern, nein, man muss ja jetzt zwei Sachen differenzieren. Gemessen an der Präpotenz und der Selbstgerechtigkeit, die Sie jetzt auch selber angesprochen haben, die Sie die letzten Wochen vor der Wahl gehabt haben, weil da waren es wirklich aufblasen wie ein Heißluftballon, ist das Ergebnis ein Schand. Aber gemessen an dem, dass Sie in Wirklichkeit ein politischer Kommentator bei Ö24 sind, ist es ein großartiges Ergebnis, finde ich. Eines muss man auch sagen, Sie haben bei uns im Hohen Norden... Ich bin die Worte von Ihnen gar nicht so gewohnt. Nein, ich bin einfach nur... Vielleicht ich habe einen Anstand, ja? Vielleicht werden wir Freunde. Wir haben beide eine Sympathie. Genau. So ist es. So wie du jetzt aufgegeben bist. Das ist okay. Mit dieser Größe, mit dieses Ergebnis da jetzt... Halb ironisch. Naja, aber es ist doch logisch, Präsident bin ich ja nicht geworden. Ich meine, es war gut. Es war genau, gut. Aber es war ein knappes Ergebnis. Du hättest jetzt von den Zuschauern 2% mehr. Mindestens. Nein, ich arbeite ja nach wie vor in der Weltherrschaft. Jetzt genau. Aber Sebastian, bei allem Pussy und bei allem Streiche für unser armes Kandidaturhundi. Ja. Ja. Was heißt Kandidatur? Ja, jeder der Hundi glaubt nicht, du nicht. Achso, ja, nein, ich habe aber bei allem Pussy, sei mal so lieb und mach jetzt du deine Wahlanalyse. Wie fällt sie aus für diesen vergangenen Sonntag? Na, es war echt interessant. Ich habe mir angeschaut, die unterschiedlichen Sprengelergebnisse, also vor allem auch was die politischen Bezirke betrifft, habe mir vor allem ganz genau angeschaut, wie ist es jetzt dort im hohen Norden, wo ich jetzt bin, wie ist da ausgefallen. Da hat übrigens der alte und neue Amtsinhaber keine Mehrheit gehabt, keine absolute, bei uns da oben. Also da ist sogar lustigerweise Gerald Gross auch nicht auf dem 5., sondern auf dem 4. Platz gelandet, bei uns oben. Ja, das war die Abrechnungswahl mit Ihnen, glaube ich. Offensichtlich, ja, kann sein. Aber dann müssen wir ja eigentlich zwei Flaschen Wein geben, wenn möglich, ich Ihnen noch ein paar Mitleidstimmen gebe. Ich kann dir aber sagen, warum, und du hättest die Sache wahrscheinlich selber beantwortet, weil überall dort, wo es eine Mehrheit an schlechten Einkommen ganz gibt, genau, dort hat dieser Präsident keine Mehrheit, keine absolute Mehrheit, eine relative, genau, aber keine absolute. Genau, und das ist etwas... Wir haben ja eine Umfrage, da steht, diejenigen, die mit ihrem Einkommen gut auskommen, haben zu fast 60% von der Tabellen gewählt. Genau. Diejenigen, die mit ihrem Einkommen nicht auskommen oder sehr schlecht auskommen, nur zu etwas mehr als 40%. Genau. Und deshalb ist im Waldviertel und deshalb ist auch in Kärnten das Ergebnis für den Van der Bellen so katastrophal gewesen. Genau. Aber du bist und deswegen, finde ich, darf man sich auch nicht auf die Schultern klopfen. Also ich finde, ich habe das eben wirklich mit Spannung beobachtet, habe mir auch angeschaut, wie die Grünen oder die Sympathisanten von Van der Bellen, weil ja nicht nur Grüne, gefeiert haben. Das ist mir ein bisschen, ich habe gedacht, könnt ihr darüber wirklich so jubeln? Weil ich verstehe, dass die Anspannung weggefallen ist. Und ich habe auch im Vorfeld, haben mich einige Leute kritisiert von den Grünen, die mir gesagt haben, hey, du kannst doch jetzt nicht sagen, es soll eine Stichwahl geben, weil dann gewinnt vielleicht der Rosenkranz doch in der Stichwahl. Und erstens einmal, das wird nie passieren. Und zweitens, würde es dem Van der Bellen wirklich schaden, dass auch er einen Wahlkampf machen muss? Ich glaube nicht. Ja? Und auch einmal so demutsvoll wird wie der Herr Gerald Gross. Genau, weil ich habe mir ganz genau angehört, was der Van der Bellen nach dem Wahltag gesagt hat. Und das klang für mich nicht demütig. Genau. Und es klang für mich auch nicht versöhnlich. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der Van der Bellen genau auf das, was du jetzt gerade angesprochen hast, eingeht. Und sagt so, ich erkenne, dass gerade bei denjenigen, die unter der Teuerung, unter den verschiedenen Krisen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, am meisten leiden, am wenigsten in mich vertrauen haben. Und ich werde um diese Stimmen kämpfen. Das hätte er sagen sollen. Ja. Aber das hat er leider nicht. Kann Ihnen nur gratulieren. Das hat er haben leider Sie vollkommen stattdessen recht. Hat er gesagt, so, ja, ist eh alles gut gegangen. Ja. Also ich werde sicher weitermachen wie bisher. Ja. Ich werde mich auch nicht verstellen, hat er gesagt. Ja. Und das fand ich irgendwie total schade, weil eigentlich hätte er auch die Größe haben müssen, versöhnlich nachher zu sein. Das hat er nicht gemacht. Stattdessen habe ich das Gefühl, dass manche Leute das Gefühl haben, dass man so weitermachen kann wie bisher. Und das wird denen auf den Kopf fallen. Ich fürchte, das wird all diesen Leuten auf den Kopf fallen. Wenn alle, wirklich das gesamte Establishment unter Anführungszeichen, das muss man jetzt auch einmal so sagen, für einen Kandidaten mobilisiert und es quasi so sakrosankt ist, Van der Bellen muss gewählt werden, alles andere ist eine Katastrophe, dann diese knapp über 50% ist keine Leistung.
und noch dazu 3 Millionen Euro offiziell verblasen. Und dann das Ergebnis ist keine Leistung. Also ganz ehrlich, ich sage selber, ich habe kein Problem mit diesem Präsidenten. Ich habe ihn nicht gewählt. Ich habe kein Problem damit, dass er weiterhin, es kann sicher Schlimmeres geben als diesen Präsidenten. Aber ich finde, es ist weder jetzt angebracht zu jubeln und ich finde angesichts dessen, dass gerade die ärmeren Leute das Gefühl haben, dass sie noch weniger repräsentiert werden, das sollte wirklich ein Alarmsignal sein und das muss uns alle interessieren. Haben Sie vollkommen recht. Ja, weil das ist schon sehr ungewöhnlich, dass just diese ärmeren, auch ein bisschen bildungsferneren Schichten einen amtierenden Bundespräsidenten nicht wiederwählen. Mhm. Weil bis jetzt hätte es gesagt, na, gerade in Kärnten hat er einen aufgelegten Elfmeter. Da ist was ganz was anderes noch passiert. Und trifft mit 60% ins linke Kreuz. Da ist was ganz was anderes passiert. Zu dir. Ja, ja. Du warst ja mit diesem Mann jetzt mehrere Monate im Ring, könnte man sagen. Er war also ja nicht im Ring. Direkt nur Jobber. Er war im Gitterbett. Gut. Ich war im Ring, er war im Gitterbett. Das ist ein feiner Unterschied. Also du warst mit hat zwar auch Stäbe rund um und um, aber es ist ganz was anderes. Im einen schnarcht man und im anderen bewegt man sich. Also ich war nicht im Ring. Ja, nein, er hat sich ja im Ring verweigert. Ja. Aber, was ich aber jetzt nachträglich erkennen muss, war aus seiner Sicht sogar die richtige Entscheidung, weil ich mittlerweile der Einsicht gekommen bin, dass er keine 20 Minuten in einer Fernsehdiskussion mehr überstanden hätte. Muss man auch bei der Gelegenheit sagen. Naja, entschuldige. Also, naja. Er hat immerhin das ganze ORF-Bramborium. Das hat genau, dieses Interview hat genau 16 Minuten gedauert und war geprägt von einer Großpackung Valium. Okay? Also so schaust du aus, wenn du mit Schlaftabletten vergiften willst. Genau so. Ja? Ja. Also klarer Fall, oder? Ja. Ganz im Gegenteil. Eine sehr liebe Freundin von mir hat mich gestern angerufen. Ursula Stenzel? Nein. Ruft mich gestern an und sagt, schon. Wenn das mein Großvater wäre, den hätte ich nicht mehr vor die Kamera lassen. Das war so ein guter Spruch. Aber und das stimmt auch. Aber okay, im soll so sein. Sinne warst du mit ihm im Ring, sonst warst du halt bestenfalls am Spielfeld und ja außerhalb der Outlinie. Wie immer, auf jeden Fall warst du ihm deutlich näher als wir weit entfernte, devote Staatsbürger, die halt uns vor unserem Ersatzkaiser verneigen. Wie ist dir denn dieser Mann aufgefallen? Wie hast du ihn erlebt als Gegner? Und was ziehst du jetzt für eine Bilanz? Ich bin ihm genau zweimal begegnet. Einmal beim Österreichischen Rundfunk nach der Sendung, wo ich gesagt habe, grüß Gott, Herr Dr. van der Bellen, und ihn direkt angesprochen habe, in meinen 45 Sekunden, die ich hatte. Und dann bin ich ihm am Wahlsonntag begegnet und habe gesagt, es gehört dazu. Respekt, Herr Bundespräsident. Ich anerkenne Ihr Ergebnis. Also einen Handschlag gegeben. Oder was? Er hat gesagt, danke, Herr Groß. Und das war unsere Begegnung. Also ich glaube, das gehört auch dazu. Als Demokrat muss man auch ein Ergebnis anerkennen, das einem nicht gefällt. Aber ich möchte auf das eingehen, was Dr. Bornmähner gerade gesagt hat, weil ich wirklich in dieser historischen Situation bin, jedes seiner Worte mittlerweile dreimal unterschreiben und unterstreichen zu können. Schön. Das hat es in unserer Sendung noch nie gegeben. Das wird haben wir haben einen Wahlkampf erlebt, der von rot-weiß-roten Plakaten geprägt war, mit sinnentleerten Sprüchen, währenddessen in Österreich Menschen das Doppelt- und Dreifache für Gas oder Strom zahlen müssen. Heute erreicht mich ein Mail eines Kinobesitzers aus Niederösterreich, der zuvor 500 Euro Stromrechnung im Monat zahlte und nun 4.500 und eine Nachzahlung von 10.000 bekommt und nicht mehr weiß, wie er sein Kino betreiben kann. Mich erreichen von unterschiedlichen Berufsgruppen in unserem Land Mails, Unternehmer, Arbeitnehmer, Dienstleister etc., die sagen, sie können ihre Betriebe nicht mehr aufrechterhalten. Wir erleben zur Stunde Menschen, die jetzt im Oktober sagen, vielleicht kaufen wir doch ein Heizöl ein, weil es kommt ja wieder bald kalt. Also wenn es im Winter schneit, ist Weihnachten nicht weit, sagt man bei uns in der Südsteiermark. Ja. So, also, und die sagen, hoppla, ich kann mir das Öl nicht mehr leisten. Da kostet mir einmal Tankfüllung 1000 Liter, 1600, 1700, 1800 Euro. Woher soll ich das nehmen, wenn ich nur 1400 bekomme? Und das, was wir gesehen haben, ist Folgendes. Die Inflation trifft, die den Wirtschaftskrieg trifft, haben van der Bellen nicht mehr gewählt. Die 16- bis 65-Jährigen haben den Amtsinhaber nicht mehr gewählt. Die 65-Jährigen plus, die in Wahrheit eine fixe Pension bekommen,
mit 10% plus von der Regierung, noch schön 2 Wochen vor der Wahl pünktlich belohnt worden sind, in Wahrheit keinerlei Zukunftsängste oder kaum große Zukunftsängste haben, mit hohem Respekt vor der älteren Generation, aber kaum Zukunftsängste haben etc., die in Wahrheit nicht im Erwerbsleben stehen, die nicht merken, wie schwierig es wird zu arbeiten, Einkommen zu generieren, Geld noch zu haben, zum Auskommen in Wahrheit, die auch die Jungen auch nicht sonderlich sparsam sind, muss man auch sagen, die Alten sind sparsam, weil sie es in der Nachkriegszeit gelebt haben, die Alten haben ihren Präsidenten wieder gewählt. Das ist der Pensionistenpräsident. Mit 70%? Die Jungen, genau. Und die Jungen mit 48% nicht mehr. Von 46 bis 80. Aber ist verständlich, oder? Die unter Nein, ist für mich nicht Nein. verständlich. Aber wissen Sie, warum, Herr Dr. Bormene, es für mich nicht verständlich ist? Weil jede Großmutter gewählt. Und jeder Großvater in dem Land einen Sohn hat. Jeder Großvater und jeder Großmutter in diesem Land einen Enkel hat. Möglicherweise einen Urenkel. Und wenn diese Generation nicht daran denkt, dass unser Land zur Stunde gerade an die Wand fährt, und das ärgert mich an diesem Wahlergebnis, das ärgert mich wirklich, dass es so wenig Problembewusstsein in dem Land auch von 55% der Wähler gibt, deren Votum ich respektiere, braucht man nicht reden, aber dass es so wenig Problembewusstsein gibt, dass die nicht merken, dass wir gerade mitten auf den Abgrund zuzielen, weil die Regierung die Schäden nicht entlastet, weil die Regierung die Bürger, die Haushalte nicht mehr finanziell fördert, weil die Regierung gegen die Teuerung nichts tut, weil sie sich wieder mit sich selbst beschäftigt, weil sie über die Maskenpflicht nachdenken, damit die Leute dann mit der Maske zu Hause bei 14 Grad im kalten Wohnzimmer sitzen können. Das ärgert mich. Das verstehe ich. Ich bin kein schlechter Verlierer. Ich möchte jetzt nicht dastehen wie ein schlechter Verlierer. Ja. Aber das ärgert mich. Und daher werde ich nicht müde werden. Und die 5,6% sind für mich meine persönliche Legitimation, hier in dem Studio weiterzusitzen und über Politik zu sprechen. Du dürftest auch mit weniger Prozent hier noch sitzen. Nein, aber so habe ich eine moralische Legitimation. Ja, sehr gut. Weiterhin da zu sitzen, gegen die Sanktionen mobil zu machen, die Hysterie und diese freiheitsraubende Angst in unserem Land. Ich nicht, du darfst auch ohne Promille hier sitzen. Ohne Promille. Ja. Und bitte für was. Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht nur, dass sie die Legitimation haben, ich glaube, dass sie sollten es auch als Auftrag nehmen. Also ich habe die 416.000 Unterschriften unter dem Tierschutzvolksbegehren als Auftrag genommen, recht, dass ich diese Stimmen weiterhin ich vertrete. Ja. Das sollten sie auch das machen. Das tue ich auch. Aber das, ich glaube, man muss schon verstehen, warum diese 65, ich habe mir das auch angeschaut, ganz genau das Wahlergebnis. Ich habe mir gedacht, so echt beeindruckend, warum bei den 65 plus so viele wählen. Ich glaube nicht, dass denen das Problembewusstsein fehlt. Ich glaube nur, dass sie unterschiedliche Ansätze haben, wem sie in der Krise vertrauen. Und ich glaube, dass bei 65 plus zwei Sachen einfallen. Erstens einmal, die haben gerade 10% bekommen. Die haben gerade gesehen, diese Regierung, so wie hilft, genau. Das hilft der Armutsbetroffenen auch nicht wirklich viel, aber das sind ja vergleichsweise weniger. Die sind zu einem gewissen Teil gekauft worden, muss man fair sagen. Ich finde es ja fair, ganz ehrlich. Ja, ich finde es okay. Die sollen das sehen, wirklich, das, ich bin noch nichts neidisch, die sollen das kriegen. Genau, ja. Völlig genau. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dass... Der Zeitpunkt ist natürlich überraschend, nicht? 2 Wochen vor der Präsidentenwahl. Surprise, surprise. Das hätte man ihnen ja schon vor 2 Monaten geben sollen müssen. Na, ich glaube, wir werden heute noch öfter darüber reden, was vor der Wahl gesagt wurde und was nicht gesagt wurde, ob das alles ein Zufall ist. Aber der Punkt ist, ich finde es gut, dass sie unterstützt wurden. Ich würde mir wünschen, dass die Jungen genauso unterstützt werden. Ich finde, dass alle Menschen in Österreich unterstützt werden, vor allem die, die es am meisten brauchen. Aber ich verstehe auch, dass es in der Generation 65 plus Menschen gibt, die sagen, ich erlebe gerade Krisen, ich erlebe, dass die Bundesregierung zumindest mir die 10% gibt, die eigentlich allen zustehen würde. Und deswegen wähle ich jetzt nicht eine Alternative, die für sie Unsicherheit und Instabilität gefordert hat. Und weil, da komme ich zur Schlussfrage, weil du hast genau den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Lieber Gerald Gross, musst du nicht eigentlich eine Art Manöverkritik machen und sagen, meine Kampagnenführung, meine Strategie, mein Stil war falsch? Weil du bist dann natürlich hineingerumpelt wie ein Panzer, und zwar mit vollem Geschuss. Am ersten Tag hast du die Regierung entlassen, am zweiten Tag hast du die Sanktionen beendet, am dritten Tag hast du dann gesagt, du startest eine Volksabstimmung für den Austritt aus der EU. Ja, ich weiß nicht, welche Ideen du noch hattest. Das waren schon alle. Die GIS und den ORF wolltest du auch noch abschaffen. Naja, aber das ist keine Kompetenz des Bundespräsidenten. So aber das hast du ja alles gesagt. Ja. Und es könnte natürlich sein, dass das den älteren Österreichern, die schon viel mitgemacht haben, die jetzt diese Krise vielleicht auch ein bisschen an das erinnert, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, dass die sagen, Kinder,
so sympathisch der Mann ist und auch nicht sympathisch, aber das braucht man jetzt wirklich. Vielleicht ein bisschen Angst doch, dass Wolfgang einer daherkommt, der die Regierung entlastet, die Sanktionen beendet. Wir treten dann aus der EU aus, also um Gottes Willen. Die Zeiten sind schwer genug. Wolfgang, ja? kann wirklich sein. Ja? Es war so. Möglicherweise hast du recht. Aber jetzt etwas zu meiner Natur, zu meiner Person, zu meiner Charaktereigenschaft. Ich wechsle nicht meine Meinung, wie manche die Bräute im Swingerclub, okay? Wenn ich einen Standpunkt eingenommen habe, dann vertrete ich ihn ohne Wenn und Aber. Die Frage ist, du könntest vielleicht recht haben, dass meine Standpunkte nicht zu dem Amt des Bundespräsidenten gepasst haben, sondern vielleicht Standpunkte sind, die man bei einer EU-Wahl formuliert oder bei einer Nationalratswahl formuliert. Aber es ist mein Denken, es sind meine Standpunkte und sie werden meine Standpunkte bleiben. Das ist ungefähr so wie der Streit eines Künstlers mit seinem Bild. Der Bornmähner als Museumsbesucher kommt daher und sagt, Herr Aufseher, könnten Sie mir einen Pinsel geben? Ich würde gern das Bild ausbessern, weil mir gefällt so nicht. Und der Künstler sagt, nein, das ist glaubwürdig, das ist mein Bild. Er sagt dann drauf, dann kaufe ich es nicht. Eine Entscheidung. Aber oder es bleibt mein. Oder zins an. In Ihrem Fall mit Flammenwerfer. Wahrscheinlich, ja. So, aber in meinem Bild, es bleibt mein Bild. Und ich bleibe bei diesen Standpunkten. Ich halte es wirklich für grundvernünftig, sofort aus den Sanktionen auszusteigen. Und ich halte es für längst überfällig, über diese EU-Frage endlich debattieren zu lassen in unserem Land. Dabei bleibe ich. So. Und da werde ich keinen Millimeter nachgeben. Es gibt manche, die sagen jetzt, ja, hättest du ein bisschen auf die schwarzen Wälder geschüttet, die wollen nicht, dass du EU-kritisch bist. Hättest du ein bisschen auf die roten geschüttet, hättest du vielleicht gesagt, die Bäumeler ist so nett. Oder, aber sie oder hättest du ein bisschen auf die blauen geschüttet und hättest gesagt, ja, ich mache mir jetzt, lass mir auch drei Schmiss rein operieren. Oder ein bisschen auf die Grünen und sagen, ja, ich fresse auch gern Gänseblümchen, aber nur mit Olivenöl aus der Bio-Erzeugung. Lieber Gänseleber. Sojabohnenpresse. Sie haben gesagt, Gänseleber statt Gänseblümchen. Ich bin der bin und ich bleibe der ich bin. Aber eines schon, 223.000 Menschen in dem Land, und Sie haben recht, das ist ein Auftrag. Definitiv. Denen bleibe ich treu und die wissen, der ist so, der versteht sich nicht. Aber der sagt das, was er im Studio sagt, das denkt er auch. Und das ist, glaube ich, in der Zeit, wo alle austauschbar sind mit ihren Überschriften, durchaus ein Merkmal, das mich im Gegensatz zu vielen anderen auszeichnet. Lieber Gerald, das unterscheidet dich natürlich auch von dem Mann, der gewonnen hat. Weil der hat im Gegensatz zu dir einen Wahlkampfberater gehabt, der, wie wir heute in allen Zeitungen lesen können, ihm gesagt hat, du passt jetzt auf die ÖVP-Wähler auf. Ja. Du sagst jetzt kein böses Wort mehr in Sachen ÖVP-Korruption oder sonst kriegst du nämlich eine auf den Deckel von mir. Ja. Und du bist jetzt ganz, ganz brav zu jedem ÖVP-Wähler und ganz, ganz lieb zur ÖVP. Und dann wirst du bei der ÖVP 77% der Stimmen gewinnen und dann hast du die Wahl gewonnen. Und genau so war es. Also manchmal gehört natürlich zur Wahl auch ein bisschen eine Strategie dazu. Kopf durch die Wand gewinnt man Bundespräsidentenwahl halt selten. Ja, aber weißt du, was das Schöne ist? Ich fahre morgen nach Triest und erhole mich einige Tage und trinke eine Krone. Weißt du, was ich mitnehme in meinem Kofferraum? Ja. Meine Selbstachtung. Und das ist ein ganz großartiger Wert, Selbstachtung und sich selbst treu geblieben zu sein. Gerald. Während wir, und ich bleibe, ich verfalle nicht in Wahlkampftöne, während wir in der Hofburg die nächsten 6 Jahre oder was auch immer einen Marionettenpräsidenten sitzen haben, der sich wechselweise von Beratern einflüstern lässt, was er zu sagen hat, war ich anders. Das aber ich sag dir was, am Ende, ich wende mich ans Publikum, in wenigen Wochen kommen die Masken und dann werde ich das Publikum fragen. In wenigen Tagen. Vermisst ihr schon einen Präsidenten Gerald Groß? Aber ganz einfach. Schlussfrage. Vermisst ihr mich schon? Schlussfrage, bevor du zum 20. Mal fragst, ob wir dich vermissen. Wir vermissen dich nicht, weil du bist jeden Dienstag da. Aber Schlussfrage an dich, Gerald. Du sagst, du hast deine Selbstachtung im Kofferraum Richtung Venedig. Triest, aber das ist knapp daneben. Der wiedergewählte Bundespräsident hat deiner Meinung nach seine Selbstachtung aufgegeben in diesem Wahlkampf in Richtung ÖVP-Wähler? Naja, der wiedergewählte Bundespräsident ist in Wahrheit von seiner Natur aus ein waschechter Grüner und damit auch ein waschechter Linker. Das ist er, das war er immer. Und den Linken ist er zu rechts, den Rechten ist er zu links, den Lauten ist er zu stumm, den Stummen ist er zu laut. In Wahrheit ist er nicht mehr Fisch oder nicht mehr Fleisch, aber er ist
Bundespräsident. Und verkörpert das, was ich an diesem Amt so nicht schätze, nämlich in Wahrheit nichts. Ich hätte mir eben ein Staatsoberhaupt gewünscht. Und da wäre mir, ich sag's da ganz ehrlich, der Walter Rosenkranz, der Tassilo Valentin, der Dominik Vlasny und der Gerald Groß, also ich selber, mir am liebsten gewesen, die wenigstens für etwas stehen und dem Amt ein Leben geben wollen. Ich bleibe dabei, die Hofburg ist kein Leichenschauhaus, Österreich ist keine Geriatrie. Es ist so. Und in einer Zeit, wo die Menschen unter den vielfältigen Fehlentwicklungen einer vorsätzlich herbeigeführten Politik leiden, hätte es einen Bundespräsidenten gegeben sollen, der gesagt hat, stopp, bis daher und nicht weiter. Es reicht. Meine Bürger leiden. Ich will nicht mehr, dass sie leiden. Die 55% haben es anders gesehen. Das ist jetzt nicht viel, aber es ist die Mehrheit. 55% haben gesagt, ja, peitscht uns. Wir wollen gegeißelt werden. Wir wollen mehr zahlen. Nein, das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, wir wollen einen Präsidenten mit einer ruhigen Hand, der besonnen ist. Aber jetzt ernsthaft. Und kein Spinner, der jetzt die Regierung in der EU ausbreitet. Ist uns das, ist uns das, ist uns das, ist uns das. Schau, noch einmal. Ein Nachtwächter wird nach einem gewissen Kollektiv entlohnt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Nachtwächter es gibt in Österreich. Maybe, weiß man nicht. Was kriegen Sie? 1.800 Euro. Nicht viel. Wahrscheinlich nicht viel, 2.000 Euro, wenn es es noch geben würde, kollektivvertraglich. 2.000 Euro. Ein Nachtwächter in der Regierung, in der Hofburg, Verzeihung, um 25.000 Euro, 14 Mal im Jahr, damit das Licht austrat, na, das hätte man völlig auch haben können. Ganz einfach. Gut, schönes Schlusswort für die erste Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann versuchen wir zu analysieren, welche Auswirkungen diese Wahl vom letzten Sonntag auf die Zukunft in Österreich haben wird. Wir haben gleich in 2 Monaten die nächste Landtagswahl, dann kommen 2 weitere Landtagswahlen, unter anderem eine in Kärnten, wo Van der Bellen ja fürchterlich verloren hat. Dann kommen x andere wichtige Themen, von der Maskenpflicht vielleicht schon in den nächsten Tagen bis zur Teuerung vom Ukraine-Krieg ganz zu schweigen. Und all das wollen wir jetzt geschwind analysieren. Hat sich da jetzt letzten Sonntag in Österreich was verändert oder ist alles gleich geblieben? Wir sind wieder da. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, die beiden Herren bestens gelaunt. So lustig kann ein Wahlergebnis sein. Wollen wir Niederlage auf keinen Fall sagen. Sieg war es auch keiner, also ein Wahlergebnis sein. Und so ich würde sagen, Achtungserfolg. Tritt ein einstig blutig gerüsteter Gegner auf. So, jetzt gehen wir in die zweite Runde. Und das ist doch schön, wenn einer so menschlich ist, doch eine Wahl und so Sympathien für dich empfindet. Wisst ihr was? Ja? Ich will ja jetzt nicht Krieg anfangen. Ja. Aber macht einfach ihr beide eine gemeinsame Liste und macht die 5,7%. Okay. Und da wette ich dagegen. Okay? Ja. Lolek schon wieder die Liste, nein, LB, schon, Lolek und Bolek. Ich habe schon 8,1% am letzten Ärmer. Sonntag gehabt. Arm und Ärmer. Ja? Ich hatte schon 8,1% am letzten Sonntag. Macht es einfach. Probiert es. So, lieber Herr Gerald Groß, jetzt ist die Schlacht geschlagen. Du hast deine 5,6%. Gratuliere. Wie schaut denn das nach vorne aus? Fangen wir mal bei dir an. Du hast gesagt, du nimmst es als Auftrag, du bist diesen 223.000 Wählern verpflichtet, du wirst jetzt für sie kämpfen. Heißt das nicht mehr oder weniger, bei der nächsten Nationalratswahl sehen wir uns wieder? Nein, heißt es nicht. Schon. Aber weißt du warum? Über ein gelegtes Ei zu sprechen, wo wir nicht einmal wissen, wann das Nest gebaut wird, ist dann doch sehr verwegen. Das okay? Wissen wir, wann das Nest gebaut wird. Nein, das wissen wir nicht. Frühjahr 2004. Das weißt du nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Die Politik ist mittlerweile so instabil, dass wir es nicht wissen. Das ist jetzt der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt einen Grundsatz von mir, den habe ich mir selbst abgegeben und daher wiegt er noch schwerer in Wahrheit. Mein Grundsatz ist, Gerald, Gott erhalte dir deine Unabhängigkeit, begebe dich nie mehr in politische Geiselhaft, werde nie mehr abhängig von Parteiobleuten, Generalsekretären oder ihrem Backschisch. Da gibt es andere, die kassieren und die wechseln dann ihre Meinung jeden Tag, wie sie wollen. Kann sein, muss nicht, ich nicht. Ich habe Meinungen, ich habe Standpunkte. Ich bin ja mittlerweile so ein Egoist geworden, dass ich sage, ich will in manchen Fragen gar keinen Kompromiss auch eingehen. Als allein. So, nein, Achtung. Oh ja. Politisches Engagement, und jetzt haben wir beim politischen Engagement, jetzt habe ich dir meinen Grundsatz genannt, und jetzt haben wir beim Punkt 3 beim politischen Engagement. Politisches Engagement bedeutet nicht, dass man eine Funktion anstrebt.
Ich erkenne zum Beispiel bei Sebastian Bornmänner sehr wohl, dass er nach wie vor ein politisch engagierter Mensch ist, wenngleich auch nicht meine Meinung vertritt, sondern komplett konträr auf der schattigen Seite des Monds lebt in dem Fall, in der Achse der Bösen, so, und dort sein Unwesen treibt. Aber er ist ein politisch engagierter Mensch. Er braucht kein Mandat, er braucht nicht Abgeordneter sein, Minister oder sonst was. Er ist ein politisch engagierter Mensch. Ich bin auch politisch engagiert. Ich betreue die größten Social-Media-Kanäle des Landes, relativ erfolgreich. Na ja, versuche, na ja. Botschaften also zu bringen. Social Media hat nicht viel geholfen. Ah, da kommen wir dann drauf zurück. Da kann ich dir nämlich was sagen. Ich weiß schon, du hast zu wenig Inserate verklopft. Ist ja kein Problem. Aber ich erkläre dir das schon, wie die Social Media funktioniert. Ich kann nur sagen, dass diese Wahl deutlich gezeigt hat, das sage ich da, dass man mit Social Media in dem Land kann wollen. Das sage ich da aber. So. Und jetzt haben wir beim Ich komme schon zurück. Über 60-Jährigen, ja. Aber nicht mit Social Media. Ja, wenn man den älteren Wählern allen ein Handy schenkt, ein großes Pensionistenhandy mit einem gratis Facebook-Zugang, dann wird es was in dem Land. Das ist die Strategie fürs nächste Mal. Nein, viel besser. Dritter Punkt ist, politisches Engagement bedeutet nicht, man muss eine Funktion haben. Stimmt. So, und das werde ich weiterhin tun. Natürlich werde ich mir überlegen, wie ich es tun werde, welche Instrumente ich dazu in Anspruch nehmen werde und wie man kräftig auch diese Meinung kundtun kann und wie man sich schützend auch vor Gruppen in der Bevölkerung stellt, denen es derzeit nicht so gut geht. Ein Mann hat mir nämlich in der Lugner City zugerufen von der Bühne, wie am Donnerstag vor der Wahl dort war, vergessen Sie mir auf die Armen nicht. Und dieser Satz ist mir sehr einprägsam geworden und er bleibt mir auch weiterhin einprägsam. Und jetzt kommen wir zu Social Media, Wolfgang. 25% dieses Wahltages haben Kandidaten erreicht, ohne ein einziges Plakat zu picken, kein einziges Plakat, ohne ein Inserat zu schalten, einen Werbefilm zu sponsern, Drosse durch die Gegend fahren zu lassen oder sonst was. Marco Bogo, mindestens 20 Fernsehauftritte. Du, wenn ich jetzt Folgendes, die letzten großen 20 Fernsehauftritte haben alle Kandidaten die letzten 14 Tage vor der Wahl gehabt. Ja, wenn ich jetzt an die große Umfrage des Wolfgang Fellner und dem Präsidenten Bettelmeier von der Lasasfeld-Gesellschaft denke, der 2 Wochen vorher dieses Wahlergebnis punktgenau vorhergesagt hat, dann wirst du sehen, dass in der Zeit der Fernsehauftritte kein Prozentpunkt mehr marschiert ist, sondern die Wählerinnen und Wähler bereits 2 Wochen vorher, 2 Wochen vorher ihre Entscheidung getroffen haben, bevor es zu den großen ORF-Auftritten gekommen ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Der Marco Bogo betreut auf TikTok seine Social-Media-Kanäle und ist TikTok-Star. Der Tassilo Valentin hat es über die Kolumnen geschafft. Staudinger und Brunner, vor allem MFG, über Social Media nur, Telegram und Co. Ich breit aufgestellt von Facebook bis zu Getter. Alles drum und dran. Ja. 25% der Wähler, also wie viel werden das sein in Nettostimmen? 900.000, fast 1 Million Menschen in dem Land. 1 Million Menschen in dem Land haben Kandidaten ein Vertrauen geschenkt, ohne dass die einen etablierten Wahlkampf geführt haben. Genau, also ist Social Media nicht tot, sondern steht Social Media in dem Land für 25%. Nein, aber das hat einen ganz anderen Grund, Wolfgang. Genau, das aber ist bitte, der Grund, warum erklär, es, erklär ihm den Wahlkampf. Aber der Grund, warum der Gerald Groß aus seiner großen Reichweite nicht in Wählerstimmen konvertieren konnte, sage ich seit 3 Jahren, weil wir in Sachsen nicht wahlberechtigt sind. Also der Punkt ist, wenn man in Nordrhein-Westfalen oder in Sachsen oder in Thüringen... Das ist der Punkt. 31% meiner Follower. 31% meiner Follower sind entweder Deutsche oder Schweizer. Ja, also. 31%. Naja, 69% sind Österreicher. Und wenn ich von alle Accounts haben 600.000 Follower zusammen. 600.000 Follower. Alle Accounts zusammen 700.000 Follower. 226.000 haben mich gewählt. Ein Drittel. Jetzt schauen wir mal, wie eine Postwurfquote ausschaut, wie viel die wählen, nur weil du einen Postwurf machst. Wie viel dich wählen, nur weil du Inserat schalterst. Meinung, dass man, das ist alles richtig und in der Tendenz liegst du ja richtig. Aber im Detail, dann leiste keine Widerrede. War es ein Blödsinn. Warum? Weil du halt in Österreich nicht wie Donald Trump in Amerika einen Wahlkampf mit Social Media gewinnen kannst, das hat man ja gesehen, sondern du gewinnst es bei der älteren Generation über 60
nicht mit Social Media, sondern mit dem Fernsehen, mit Zeitungsartikeln, hallo, mit der allgemeinen Öffentlichkeit. 25%, 4 Kandidaten haben ihre Stimmen ohne das alles. 75% hat nicht alles von Social Media. Die österreichische Volkspartei hat in den Umfragen nicht einmal mehr 21% und ist Kanzlerpartei. Also ich bin durchaus der Meinung. Ja, es ist so. Also ich bin durchaus der Meinung. Lieber Freund, ja, ich weiß schon. Du hast sicher viel mehr. Du kriegst zwei Inserate weniger und musst dann eine 100-Kur anfangen. Du hast sicher viel mehr Aufmerksamkeit. Ich schenke dir die Kartoffeln und erst einmal. Wir haben dann Fernsehauftritte bei uns im ORF und was ich wo noch bekommen, als wie von deinen Social Media, weil das doch kein Social Media Land ist. Das musst du halt zugeben. Noch nicht. Sonst hättest du noch nicht. Aber dazu muss man eines sagen. Sonst hättest du mehr als 5% der Stimmen, so einfach. Außerdem eines muss man schon sagen, Leute, die in Österreich sind, heißt nicht österreichische Wahlberechtigte. Den Fehler darf man auch nicht machen. Wir haben in Österreich, glaube ich, 1,5 Millionen Menschen, die hier leben, aber nicht wählen dürfen. Die dürfen ihre Seite anklicken, auch wenn sie es vielleicht nicht wollen. Aber die dürfen ihre Seite voll und klicki-klicki machen, aber die dürfen nicht wählen. Das ist das Problem. Wenn Politkommentatoren glauben, in Österreich Social Media besteht aus klicki-klacki oder irgendwas, dann brauchst du ja nicht wundern, dass wir uns enthalten. Ganz falsch ist es nicht. Ja. Ganz falsch ist es nicht. Da ist schon viel geklackt. Naja, aber du bist ja vor allem, ich muss ehrlicherweise sagen, der Geburtstag steht ja kurz bevor. Du bist ja auch nicht mehr die Generation Social Media. Nein, ich betreibe noch große Online-Kanäle etc. Ja, aber mit den Redakteuren konferiert, ja, wer konferiert mit den Redakteuren noch mit Brieftauben? Das ist das Problem. Aber nicht böse. Lieber Sebastian, sei einmal so lieb und mach jetzt du einmal die Analyse des Ergebnisses mit dem Blick nach vorne, was bedeutet das für die nächsten 4 Jahre? Gerne. Wir haben schon gehört, er kokettiert mit dem anderen, ja, also sagt aber, er war es noch nicht. Ganz los. Offen. Wobei, ich schwöre dir, in einem Jahr hat dieser Mann solche Entzugserscheinungen, dass er unter der Ritze zur nächsten Nationalratswahl Erstens einmal, ich würde mir schon von Ihnen auch ein bisschen eine Demut gegenüber Ö24 erwarten, weil muss man schon sagen, ohne Ö24 hätten es nicht einmal 200 Stimmen kriegt, okay? Vor allem jetzt nicht so viel Social Media. Genau, also Punkt 1, das einmal zu sagen, sie sind da, bei aller Fairness. Aber ja, ich schon sagen, ich habe vom Öffentlich-Rechtlichen geredet, ja, die letzten 2 Wochen. Ja, das wissen wir eh, dass das nicht ausgeglichen war. Ja. Aber der Punkt ist, sie sind jetzt nicht irgendwer, der quasi mit seinen Social Media Kanälen und die Social Media Kanäle gibt es auch nur, gibt es Alter, die gibt's auch nur, weil sie hier sitzen. Und das ist ja auch in Ordnung so, ja? Also man hat seine Präsenz hier und man bekommt deswegen Reichweite. Das ist ja gut. Ja, aber Sie haben zum Beispiel nicht die Social-Media-Accounts. Ja, natürlich, oder? Ja. Aber ich habe nicht diese Reichweite, aber ich bin auch, entschuldige, ich muss auch dazu sagen, ich habe halt nicht 2 Drittel meiner Follower in Sachsen oder Thüringen. Ja. Und der Geier, Sie haben so scheinbar nur Toupet-Friseure, die Ihnen folgen, genau, oder? Genau, ganz erfolgreich, aber ich habe auch ein paar Haare im Gegensatz zu Ihnen, ja? Ja, ich glaube so. Daran. Das erinnert mich so ein bisschen an, ist das die Peter Westenthaler Gedächtnis. Krass, die Haare schön, aber das ist ein Brecher. Ich glaube doch nicht daran, dass man mit Social Media über 50% der Stimmen machen kann und endet dann bei 5. So, aber jetzt bitte Analyse. 5,6, so viel Zeit muss sein. Was sagt uns dieses Wahlergebnis? Erstens, aus meiner Sicht müssen sich die etablierten Parteien, die sich zum Teil schon sehr angestrengt haben, Van der Bellen zu unterstützen. Also ich habe da viele, viele Aktivitäten gesehen, auch von der SPÖ, auch in den Regionen, da wurde ordentlich verteilt und so weiter. Die müssen sich schon Gedanken machen, was es bedeutet, wenn in der gesamten Bubble quasi alle zusammen mobilisieren und dann das Ergebnis rauskommt. Erstens. Zweitens, dass man, wenn man sich die Verteilung anschaut, gerade dort, wo eigentlich die Menschen vertreten werden sollen, er noch weniger reüssieren kann, deutet darauf hin, dass es ein großes Protestpotenzial bei den Nationalratswahlen gibt. Und man darf auch nicht unterschätzen, also ich halte sehr viel von Menschen über 65 Jahren, weil ich grundsätzlich von der Weise des Alters immer profitiert habe. Und ich glaube nicht, dass die 65-plus-Leute bei den Nationalratswahlen so wählen werden, wie sie bei den Bundespräsidentschaftswahlen gewählt haben. Weil diese Leute, und das muss man schon sagen, das Amt des Bundespräsidenten hat sich vielleicht in der medialen Debatte bislang gewandelt in diesem Wahlkampf. Aber per se das Amt nicht. Und ich glaube, dass viele Leute mit 65 plus, die jetzt gewählt haben, sagen, na warte mal kurz, ich wähle nicht den Groß bei der Nationalratswahl, sondern ich wähle ihn bei der Bundespräsidentschaftswahl und da will ich ihn heute nicht. Umgekehrt. Heißt nicht, dass er nicht gewählt werden kann. Umgekehrt. Also meinst du? Na genau. Jetzt habe ich es verstanden. Er stellt sich nicht einer Nationalratswahl, ganz genau, sondern einer Bundespräsidentenwahl. Genau. Dort hat er nichts verloren, weil das ich habe den Kirchschläger schon gewählt und den Fischer und den Kestil und so weiter. Genau. Und
da passt er nicht ganz hinein. Genau, das heißt ja nicht... In diese Ahnengalerie glaube, passt er nicht. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube auch, dass sie mehr als 5,6% der Österreicherinnen und Österreicher aus dem Herzen sprechen bei manchen Positionen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber ich glaube, dass für diese Kandidatur, für dieses Amt, viele Leute gesagt haben, nein, da nicht. Das heißt nicht, dass bei der nächsten Wahl nicht passieren könnte. Und ich glaube, das wissen Sie auch, Herr Gross. Ich glaube, Sie wissen ganz genau, dass Sie hier ein Sprungbrett aufgebaut haben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt. Sie sagen es ja auch eigentlich relativ unverblümt. Sie sagen so, ich bleibe ein politischer Mensch und ich bin offen, aber ich werde mich nie wieder unter eine parteipolitische Geiselhaft geben. Ja, momentan kursieren ja alle möglichen Plattformen von Vlatzi und Kern. Es könnte ja sein, dass wir wieder Groß- und Westenthaler gemeinsam im Barmarsch erleben. Das haben wir in Graz auch schon mal erlebt. Ich glaube, ich kenne noch solche so Straßenkehrer. Das gehört für die Rechtsanwälte und die Häfen auch für heute, habe ich nicht. Das tut mir leid. Ja. Wie auch immer. Aber ich meine, kann in einer Justizvollzugsanstalt Klassensprecher werden, wenn ich mit dem schauen wir uns Macron an. Ja? Oder schauen wir uns die Entwicklungen generell weltweit da an. Das klassische parteipolitische, das wird immer weniger relevant. So eine Struktur. Genau. Und das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den nächsten Wahlen oder vielleicht jetzt bei den übernächsten Wahlen, Sie sind ja noch relativ jung, auch wenn Sie inzwischen schon relativ verbraucht schauen. Genau. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie der Nächste sind, der dann mit HC Strache oder irgendjemand anderem bis dahin eine Medaille verliehen haben, in einer Wahlplattform gehen. Nein. Ich glaube nur... Die Medaille verliehen. Nein, schauen Sie, ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Ja. Darf ich jetzt kurz widersprechen? Aber ich war aber es ist notwendig. Der erste Punkt ist, erstens, ich bin jetzt zum Präsidenten der Herzen gewählt worden. Nicht vieler Herzen, aber immerhin. Der Milka-Herzen vielleicht. Ja, das heißt, Präsident der Herzen. Von 200.000 Herzen, ja, genau. Wunderbar. Nein, ist nicht nichts. So, zweiter Punkt, dem Auftrag komme ich nach. Dritter Punkt, ich gebe Ihnen in Ihrer Beurteilung auch, was die Menschen sich in diesem Land von dem Amtsinhaber erwarten, vollkommen recht. D'accord. Wunderbar. Vierter Punkt, ich glaube, dass die Probleme tendenziell nicht einfacher werden, sondern genau, immer schwerer, Woche für Woche. Und deshalb bitte... Fünfter Punkt, ich kandidiere nicht. Das kann ich Ihnen jetzt da bei meinen Augen... Nein, bitte nicht schon wieder, weil du schuldest so viel Welt. Ich kann nicht, nein, ich kann... Was, das Augenlicht? Ich schwöre es mit meinem Augenlicht. Bitte nicht. Ich kandidiere mit Peter Westenthaler und Heinz-Christian Strache nicht um die Klassensprecherrolle der Justizvollzugsanstalt Simmering, okay? Damit wir mal reden, weil ich bin unbeschuldet. Aber schließen Sie aus, bei der Nationalratswahl in Zukunft jemals wieder zu kandidieren? Also, ich vorhabe ich es nicht, das sage ich Ihnen. Ja, aber das ist ja gar nicht. Ja, ja. Trinken Sie eine Krone und danach können Sie... Ich glaube, wir haben die Krone fangen. Haben Sie gesagt? In Triest beim Negroni automatisch kommen. So, aber nein, vorher habe ich es nicht. Aber das war jetzt mal nur er, ja? Genau, wir haben ja ein paar wichtigere. Genau, wir haben aber andere Themen. Also Dominik Vlatzny, der war dir ja eigentlich phasenweise ganz sympathisch. Du warst einer der Ersten, möchte ich zu deiner Ehrenrettung sagen, der gesagt hat, na ja... Ich überlege mir schon, ob ich nicht eher von Van der Bellen zu Marco Pogo wechseln soll, weil der Van der Bellen ist nicht mehr das, was ich mir von ihm erwartet habe, als ich ihn das letzte Mal gewählt habe. Und das haben ja sehr viele offenbar so gesehen und auch so getan, bis zu deinem mittlerweile ja nicht mehr Freund Peter Pilz. So, und jetzt sag uns, wie siehst du Dominik Vlatzny? Was hat er der Republik gebracht? Und was kann er ihr noch bringen, wenn er antreten sollte bei einer Nationalratswahl? Er hat der Republik gezeigt, dass unter den Jungen ein extrem großes Potenzial für politischen Wandel da ist. Er hat aber auch gleichzeitig gezeigt, dass die Jugend im politischen, demokratischen Prozess halt nicht so wichtig ist, wie sie vielleicht gerne glaubt. Also wir haben eine Überpräsenz, und das finde ich grundsätzlich gut, aber eine Überpräsenz zum Beispiel von 16-jährigen Klimarettern. Also in der demokratiepolitischen Relevanz haben wir gesehen bei der Wahl, das war keine Klimawahl. Ja? Und, weil sie nicht wählen gehen, die gehen halt gehen, das ist der Punkt. Aber nicht wählen. Das ist der Punkt. Sie gehen, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass sie wählen gehen, ist viel geringer und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, warum das so ist. Das kann man jetzt gut oder schlecht finde ich, bewerte das nicht, aber das hat man gesehen. Man hat gesehen, es gibt unter der Jugend ein ganz klares Votum für Menschen wie Dominik Vlatzny und ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen, also ich will jetzt auch keine Idealisierung der Jugend betreiben, weil ich glaube auch nicht, dass die alle sich elendslang mit dem nicht vorhandenen Wahlprogramm des Dominik Vlatzny beschäftigt haben, sondern dass sie eher manche gesagt haben, finde ich lustig. Das muss, so ehrlich muss man sein, das muss auch er aushalten. Wer sich hinstellt und sagt, ich mache einen Bierbrunnen als Wahlprogramm und so weiter, der muss aushalten, dass er auch sich dafür kritisieren lassen muss oder zumindest sagen lassen muss, dass er Satiriker ist. Punkt eins. Und zweitens, ich glaube, dass ganz viele Menschen sagen, er hat auch wichtige Themen angesprochen, das hat er. Ich habe das eher auch besprochen, also ob das jetzt Tierschutz, Altersarmut, Kinderarmut, das sind wichtige Themen, die er als einziger meiner Meinung nach wirklich auch thematisiert hat. Hast du jetzt am Schluss dieses Wahlkampfs
wirklich Dominik Vlatsnik gewählt oder Van der Bellen oder aus Solidarität, Waldviertler Solidarität, Heini Staudinger? Ich habe weder Pogo noch Van der Bellen gewählt. Also Heini Staudinger. Also mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Heini Staudinger. Das Waldviertel, ja, da das Waldviertel, möge, zu das Waldviertel möge leben und politisch endlich aber, wieder wichtig werden. Aber das ist für mich der entscheidende Punkt. Ich, sogar Heini Staudinger selber hat gewusst, dass er nicht gewählt wird. Ja. Er hat zu Recht gesagt. Und, es na, war das menschliche schon, Solidarität. Na, und auch regionale Solidarität. Das heißt ist im Übrigen menschlich sehr okay, ja, der Heinrich Staudinger. Das heißt doch nicht, dass man mit ihm in allen Punkten übereinstimmen muss. Also ich glaube, es ist einfach nur anzuerkennen. Das freut aber, dass Sie jetzt mittlerweile auch ein Impfkritiker geworden sind. Das möchte ich bei der Gelegenheit schon sagen. Danke, ja eben. Dem kommen. Machen wir später. Es hat einfach gedacht, dass so ein Wahnsinniger zum Präsidenten. Und dass Sie auch zur Meinung sind, und jetzt noch dass der CIA für die MeToo-Bewegung verantwortlich ist. Nein, ich glaube, für Sie verantwortlich. Ich glaube, Sie sind in Wirklichkeit vom CIA gesteuert. Das, ja, was nein, Sie da ich glaube sowieso, der CIA hat Sie erfunden und da einergesetzt. Das befürchte ich. Okay. Und zwar mit dem Heine Staudinger. Ach so, das ist. Und ich bin an allem schuld, wie immer. Ja, ja, so TV, also, lieber Sebastian, sag uns noch zum Schluss, weil du hast das Schlusswort. Und wie passt in dieses Szenario jetzt Van der Bellen rein, wenn es in 2 Jahren dann eine Nationalratswahl geben sollte? Sagen wir mal, das dauert so lang. Was passiert bis dorthin? Was passiert bei den 3 Landtagswahlen? Niederösterreich, Salzburg und Kärnten. Mhm. Was passiert insgesamt auf der politischen Ebene? Teuerung, Masken, Corona und Ukraine. Und was passiert mit dem Bundespräsidenten? Findet der dann den Höhepunkt seiner Tätigkeit darin, dass er rot-grün-pinke Ampelregierung angelobt, oder hat er andere Ambitionen noch in den letzten 6 Jahren? Ich glaube nicht, dass er noch andere Ambitionen hat, als er in den letzten 6 Jahren hatte. Und das ist in erster Linie Grüß August machen und Reden zu schwingen dann, wenn es für ihn keine große Gefahr bedeutet. Aber deswegen Van der Bellen, glaube ich, das können wir ad acta legen. Der wird seine Arbeit sicher sauber machen. Man kann davon ausgehen, dass er jeden, der gewählt wird, auch angeloben wird. Das haben wir seit Herbert Kickl gesehen. Das muss man sich halt auch dessen bewusst sein. Man kann von ihm nicht erwarten, dass er irgendeine besondere Leistung erbringen wird. Und ich glaube, das erwarten sich die Leute auch nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sich gedacht haben, wir wollen zumindest in der Hofburger Ruhe haben, wenn wir schon überall sonst eine Instabilität haben. So, damit, glaube ich, hat er seine Aufgabe erfüllt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir in den nächsten Jahren also ich bin mir nicht sicher, ob die Regierung tatsächlich 2 Jahre durchhält. Da muss man erst mal schauen, was da noch daherkommt, weil es sind jetzt doch noch einige Krisen, die mit Sicherheit sich noch verstärken werden, und ob das nicht ein bisschen ein Sprengpotenzial, gerade was Migration betrifft, sehe ich ein sehr großes Sprengpotenzial in dieser Koalition gegeben. Also das muss man sich noch anschauen. Ich glaube, dass der Niedergang der ÖVP, der so beschworen wurde, genauso wie wir es in Tirol schon gesehen haben, ja natürlich, das geht zurück, aber ich glaube nicht, dass die zerreißen wird. Also ich glaube, weder in Niederösterreich, da bin ich ja diesmal wahlberechtigt sogar, noch in Salzburg, noch in Kärnten werden wir eine Zerstörung der ÖVP erleben. Ich glaube auch nicht, dass die SPÖ ich sehr stark wusste, davon... Dass es in Kärnten neue ÖVP gibt? Doch, gibt es. Haben sogar einen Landesrat, glaube ich. Und, war unter ferner liefen, oder? Definitiv, ja. Aber ich glaube, dass die FPÖ massiv profitieren wird. Und das muss man bei der Analyse dieses Bundespräsidentschaftswahlkampfs auch sagen. Wir haben im Endeffekt eine massive Verschiebung des thematischen Diskurses nach rechts erlebt. Dadurch, dass wir mehr Rechtskandidaten gehabt haben. Also eigentlich hat die FPÖ, die ja in Wirklichkeit bislang das einzige Wahlangebot bei der Nationalratswahl bildet für diese Gruppe. Weil die ÖVP wird es nicht mehr so machen können, wie sie es unter Kurz gemacht hat, vermute ich. Aber ich glaube, dass all diese Stimmen, die jetzt auf Gross, auf Valentin, auf Brunner und so weiter eingezahlt haben, die werden bei der FPÖ einzahlen. Also ist eigentlich die FPÖ der heimliche Wahlgewinner dieser Bundespräsidentschaftswahl. Gut, spannend. Darf ich das auch noch analysieren? Nein, die Landtagswahlen und den anderen? Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und dann kommen wir zu den Problemen, die jetzt auf uns zukommen. Da darfst du dann anfangen. Ja, sicher. Nein, ja, aber Entschuldigung, die Analyse haben so viel Aufmerksamkeit die letzten Wochen bekommen jetzt. Ja, bitte. Der klappt noch nicht. Nein, ist total. Ja, dann Höhenflug. Ja, genau. Die GIS gibt es. Achso, ja, ich wollte auch das Präsidentenamt mit der ORF-Generaldirektorsamt zusammenlegen. Alles klar. Kurze Werbepause und dann darf Gerald Groß wieder losschnattern. Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Bitte sehr, können wir das laut haben?
Nein. Der singt hier während der Werbepause Zipfel ein, bitte Zipfel aus. Ist offenbar hängen geblieben, gell? Kann man das noch einmal? Nein, nein, kein Problem. Es gibt ein wunderbares TikTok-Video von mir. Bitte meinen TikTok-Kanälen voll. Das ist perfekt. Ist das immer so bei dir, dass du da bei deinen Fernsehauftritten in Zukunft Zipfel ein, Zipfel aus singst? Das ist so die Hymne vielleicht. So, ja, eh. Das ist ja fantastisch. Das wird unsere neue Signation. Bitte, nein, bitte. So. Also, der ein Groß, wie Sie sehen, blendet gelaunt. Die 5,6% haben bei ihm nur positive Spuren hinterlassen. Aber warum nicht? Und er fährt mit was immer für Negroni und Selbstachtung im Kofferraum jetzt nach Triest. Aber bevor du von Triest wieder zurückkommst, sei so lieb und sag uns, jetzt ist nämlich Schluss mit Lustig und Schluss mit Lachen. Wir haben in dem Land nach dieser Bundespräsidentenwahl leider jede Menge unaufgeräumte Probleme. So ist es. Schon in den nächsten Tagen werden wir darüber streiten, ob wir wieder Masken tragen oder nicht. Dann warten wir alle händeringend darüber, dass es endlich einen Preisdeckel kriegt. Die Deutschen haben ihn gestern bekommen, nur so nebenbei. Ja, wie ihr sicher alle in den News gehört habt. Und die dritte Sache ist dann natürlich diese ganze Frage Ukraine, Sanktionen und so weiter. Ja. Und der vierte haben wir auch noch vergessen, nämlich diesen Ansturm an den Grenzen, Asylwerber, Immigration. Fangen wir mit Corona und den Masken an. Herr Möchtegern, Bundespräsident in nichts B. Na, du kannst sagen, Ex-Präsidentschaftskandidat, das bin ich seit Sonntagabend. Ja? Also Herr Ex. Ex. Präsident der Milka Herzen. Oder Präsident der Herzen. Ja, ja. Lieber Moderator der Herzen, sag uns einmal Folgendes. Kriegen wir eine neue Corona-Welle? Geht das ganze Theater jetzt wieder los? Müssen wir wieder alle Masken tragen, zumindest solange die Kameras dabei sind, wie wir gestern bei den Grünen gesehen haben? Das ist ja wohl die Peinlichkeit schlechthin. Das war wirklich extrem peinlich. Das ist ein Wahnsinn. Na, vor allem völlig unnötig. Dass man sich fragt, man jetzt nie was oder was? Nein, das ist interessanter, wenn wir reden. So, also, du bist dran. Was machen wir jetzt, lieber Herr Ex? Lieber Herr Ex, was machen wir jetzt in der nächsten Corona-Welle? Es ist zu befürchten, dass die Hysterie wieder geschürt wird. Es ist zu befürchten, dass man wieder versucht, ein Maßnahmenregime hochzufahren. Und es ist zu befürchten, dass man den gleichen Fehler macht, den man seit 2 Jahren macht. Nämlich in die Angst und in die Panik zu verfallen, damit Grundrechte auszuhöhlen, damit wieder mit dem psychischen Merkmal der Angst, und die Maske ist nichts anderes als die psychische Äußerlichkeit dieser Angstpolitik, versuchen, das Volk klein und gefügig über den Winter zu bringen. Bemerkenswert ist eines, wenn Joe Biden, der tatsächlich wie der Amtsinhaber in Österreich zur Risikogruppe gehört, mit seinen letzten zittrigen Worten vor 2 oder 3 Wochen gemeint hat, die Pandemie ist vorbei. Aber auf der anderen Seite in Österreich einige wenige, aber der war nie US-Präsident, einige wenige wieder die Pandemie hochfahren wollen, dann warne ich die Regierung, denn die Bevölkerung wird nicht mehr mitmachen. Es ist Schluss, der Geduldsfaden ist im Frühjahr diesen Jahres bereits gerissen. Es wird keiner mitmachen, weil es auch nach 2,5 Jahren weder Ebola geworden ist, noch die schwarze Beulenpest, noch sonst irgendeine dahinraffende Krankheit, sondern es ist nach wie vor dieselbe Mutation mit Abstrichen, die wir seit früher haben, die in Wahrheit unsere Spitäler, zumindest was diese Belastung betrifft, diese Belastung, Corona, gleich stabil hält wie vorher oder nicht, und vor allem auch die Intensivstationen. Und das in dieser ganzen Corona-Politik nur geheuchelt wird, haben wir tatsächlich gesehen bei der Wahlfeier, wo die Grünen mit ihrem Hannibal Lecter Gedächtnismaulkorb in den Saal hineingestritten sind, vor dem Bundespräsidenten gesagt hat, ja, wir sind eh so vorsichtig, mit sich ihre Hände 3-mal identifiziert haben, und dann haben sie Party gefeiert und irgendeine Marihuana-Urge bei der Veranstaltung, ohne Maske und nichts. Also, das ist ja alles nur mehr lächerlich, was sich da abspielt. Und ich warne eindringlich davor, sonst wird es zu massiven Protesten kommen, jetzt wieder mit dem Schwachsinn anzufangen. Ja, aber Gerald, du bist leider nicht Bundespräsident und ganz, ganz leider nicht der liebe Gott, was ich sehr bedauere. Aber du wirst ja Corona nicht stoppen können, weil wir hören von allen Experten, und das muss man schon fairerweise ein bisschen ernst nehmen, dass die Zahlen in den Spitälern wieder explodieren. 57% mehr in 2 Wochen, 80% mehr auf der Intensivstation. Also wenn das so weitergeht, ist nicht nur Schluss mit der Corona-Diskussion, sondern vorher Schluss mit Lustig. Also, lieber Wolfgang,
wenn vor drei Wochen zwei auf dem Intensivstationen gelegen sind, zwei Patienten und das steigt um 80%, wären es jetzt dann noch nicht mehr als vier. Okay? Also, wir starten aus einem leergeräumten, Corona-leergeräumten. Die Spitäler sind am Anschlag. Aber nicht wegen Corona, sondern weil die Politik hier unsere Spitäler ruiniert und Leute 47 Stunden auf Operation warten müssen, weil es der Anästhesist nicht mehr gefunden werden kann, weil irgendeine Regierung in einer Landesregierung aus Effizienzgründen eingespart hat. Das ist eine andere Geschichte. Da kann ich mittlerweile ganze Geschichten aus dem Wahlkampf erzählen, was mir die Leute erzählt haben. So, das heißt, das Problem Corona ist nicht das Problem, okay? Wenn man einen Lockdown haben will, dass sich kein Mensch mehr an irgendwas in dem Land infizieren kann, weil man das Gesundheitssystem kaputt gemacht hat. Ja, mit der Begründung würde ich es verstehen. Tatsächlich, die Regierung hat unser Gesundheitssystem ruiniert. Auf den Anschlag, mit oder ohne Corona. Wenn heute eine Durchfallerkrankung passiert, weil irgendwo Legionellen in irgendeiner Wiener Wasserleitung ist, dann kollabiert die gesamte Stadt Wien, weil die Wiener nicht mehr in der Lage sind, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Aber dann ist das wieder kein Problem wegen Corona. Also trennen wir uns jetzt endlich von diesem teuflischen Zeug, diesem Propaganda-Instrument Corona und diskutieren wir über die Kaputtheit unseres Gesundheitssystems. Sebastian, siehst du das auch so entspannt wie dieser Ex? Nein. Ja. Also ich teile seine Diagnose des Gesundheitssystems, muss aber dazu sagen, das ist nicht in den letzten zwei Jahren entstanden, sondern Jahre. Das ist schon ein länger. Jahre, genau. Ja. Schwarz-blau in Wahrheit. Ja, obgleich man auch die Kirche im Dorf lassen muss, weil wir haben in Österreich immer noch ein hervorragendes Gesundheitssystem und wir haben vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die wirklich ihr Bestes geben. Also das muss man auch bei der Gelegenheit sagen. Komme ich drauf zurück. Ja. Bravo. Nein, das sind wirklich, das sind echt großartige Leute. Ja. Gut, aber jetzt zu Corona. Ich finde es den Zeitpunkt, zu dem in diesem Land irgendwelche Maßnahmen verkündet oder angekündigt oder ventiliert werden, halt wirklich extrem spannend. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren immer beobachtet und jetzt schon wieder. Ja, also man war offensichtlich, offensichtlich ist die Krankheit immer dann gefährlich, wenn es für irgendwen gefährlich wird oder nicht gefährlich werden darf. Und das geht mir auf die Nerven. Ich glaube, das spüren auch die Leute inzwischen. Weil inzwischen können wir ja auf zwei Jahre Erfahrung im Umgang mit dieser Krise zurückblicken und sehen, dass da gewisse Auffälligkeiten da sind. Ich bin nach wie vor der Meinung, weil es halt immer noch State of the Art in der Wissenschaft ist, dass die Maske immer noch hilfreich ist. Sie schützt massiv davor, dass sich Leute anstecken. Und deswegen hat sie ihre Berechtigung. Taugt es mir? Nein, ich hasse die Maske, wirklich abgrundtief. Aber ich werde sie halt trotzdem tragen müssen, wenn das die Empfehlung der Expertinnen und Experten ist. Und ich hoffe, dass dieses Mal, wenn Maßnahmen ergriffen werden, hoffentlich nicht zu spät, die erstens die richtigen getroffen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich, also ich halte überhaupt nichts von einem Lockdown, sage ich ganz ehrlich. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir einen Lockdown brauchen und auch nicht machen sollten. Ich glaube auch nicht, dass er noch mitgetragen werden wird von der Bevölkerung. Aber ich hoffe doch, dass die Menschen das ernst nehmen, weil auch da haben wir zwei Jahre Erfahrung inzwischen. Es gibt tatsächlich Long-Covid. Und Long-Covid ist nicht lustig. Es gibt Leute, die sind seit einem Jahr de facto hin. Also die können fast gar nichts mehr machen. Also ich bitte darum, nehmen wir diese Erkrankung ernst. Obgleich ich Ihrer Meinung bin, wir müssen uns schon anschauen, wo sind Fallzahlen und wo sind Belagszahlen. Da muss man differenzieren. Also in dieser Firma hier tragen die Mitarbeiter wieder freiwillig Maske. Das wird ja wohl einen Grund haben. Und ich meine, die sind ja nicht blöd, die arbeiten ja im Medienbetrieb und die wissen ja, um was es geht. Aber ich habe nie etwas gegen Freiwilligkeit gehabt. Sag ich ja, trage ich wieder Ich bin seit Anbeginn an dieser Meinung. Trägst du in Zukunft auch Maske oder ist das für dich erfetzt? Ist für mich ausgeschlossen. Ist es erfetzt? Auch wenn es angeordnet wird? Wenn es angeordnet wird, wäre ich sonst in kein Geschäft mehr reingekommen oder wäre ich verhungern. Und meine Figur braucht viele Kalorien am Tag, das heißt, ich muss irgendwo rein. Aber um das geht's nicht. Also, ich werde diese Anordnung bekämpfen. Ich werde diese Anordnung bekämpfen. Mit Demos. Schau, von Anbeginn an bin ich der Meinung, das Risiko des Lebens liegt beim jeweiligen Menschen. Wenn der Wolfgang Fellner Angst hat, dann soll er eine Maske tragen. Überhaupt kein Problem. Wenn der Gerald Groß, der jetzt drei Jahre kein Corona hatte, durch einen Wahlkampf gegangen ist und tausende Menschen kennengelernt hat, face to face, ganz nah, ganz knapp, kein Corona hatte, dann habe ich für mich einen Schluss gezogen, dass ich sage, Freunde, dann wird wohl Corona möglicherweise bei mir nicht so anschlagen wie bei anderen. Okay? Formulieren wir es so. Aber Herr so. Entschuldige, aber da möchte ich einen Satz dazu sagen. Nur weil ich 100-mal den Weg vom Waldviertel nach Wien hin und her gefahren bin und nie keinen Unfall gehabt habe, trage ich ja trotzdem den Sicherheitsgurt. Also da geht es ja nicht darum, ist mir irgendwas passiert und deswegen bin ich gefährdet oder vielleicht nicht gefährdet. Ja, deswegen ist ein Autounfall gefährlich oder nicht. Die Krankheit ist ja nicht deswegen weniger gefährlich. Ich fürchte in Relation
zu dem, was ich mit einer Maske, einem psychischen Schaden, mit der Hysterie und der Angst gegenüber meiner Bevölkerung auslöse, das ist so, halte ich die Krankheit für geringer gefährlich, als die Schäden, die Folgeschäden, die wir unseren Kindern und der ganzen Gesellschaft antun. Da haben wir ganz andere Zugänge. Sie sind der Zugang, das ist Ebola. Nein, das sage ich nicht. Sie und der Wolfgang Völlner freien sich, Todeszahlen, Spitäler überflutet, die Republik brennt. Warum sollten wir uns freuen? Lockdown, bravo, klasse, haben wir wieder Thema. Ich bin der Meinung, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Das ist das Grundprinzip. Eigenverantwortung. Ja. Und die Eigenverantwortung liegt bei mir. Und dabei bleibt sie auch. Aber ich möchte einen Satz sagen. Schön, dich wieder in der Diskussion zu haben. Einen Punkt möchte ich Ihnen schon sagen. Sie haben ja vollkommen recht. Wir haben ein super Gesundheitspersonal. Ja. Unsere Mediziner sind in Ordnung. Unser Pflegepersonal ist in Ordnung. Ja. Die reißen sich jeden Tag den Hintern auf. Genau. Brauchen wir nicht reden. Aber es sind viel zu wenige. Ja, natürlich. Und die Spitäler werden geschlossen, die Abteilungen werden geschlossen. Und unsere Pfleger entlohnen wir nicht ordentlich. Das stimmt. Bravo. Naja, aber da braucht ihr nicht Corona kommen. Da kommt eine Legionellenkrankheit daher. Haben wir selbe Problem. Schön, dich wieder in der Runde zu haben mit deinen üblichen Erregungen. Dürfen wir zum nächsten Thema kommen, damit der Erregungspegel noch ein bisschen steigt? Oder dann explodiere ich irgendwann. Das ist die, also die einzige Explosionsgefahr ist derzeit der Moderator in unserer Mitte. Das ist die Asylzuwanderung an der Grenze. Noch einmal deine Gansel und wir gehen noch gegen die Decken. Ich würde an deiner Stelle schön still sein, dass du da kaschierst mit deinem Sakko. Aber was ich kaschiere es wenigstens noch. Gut. Nein, ist ein ehrlicher Mensch. Lieber Herr Groß, sag einmal ganz ehrlich. Ja. Asyl an der Grenze. Du bist ja dorthin gefahren, du hast das auch schon im Wahlkampf. Einer kann einer sagen, dass der Wahlkampf schon macht, andere sagen, dass vielleicht was anderes dort macht, keine Ahnung. Ich fahr wieder auf jeden Fall hast du das gesehen. Ohne dein Wahlkampf. Eindruck und deine politische Schlussfolgerung. Ja, entsetzlich, dass wir mittlerweile zwischen Mai und Oktober 60.000 Aufgriffe haben an unseren Grenzen. Das hätte sich nach 2015 niemand vorstellen können. Dass wir also denselben Fehler ein zweites Mal machen, obwohl State of the Art aller Parteien, bis auf die Grünen, ist, diesen Fehler nicht zu wiederholen, nicht wieder die Anarchie zuzulassen, nicht wieder einen Zuzug in die Sozialsysteme zuzulassen, ist ein einzigartiges Schandstück dieser Regierung. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den der Dr. Bornmänner gesagt hat, es ist schon witzig, die Eigenartigkeit, wann man etwas bekannt gibt. 12 Stunden nach Verkündung des vorläufigen Endergebnisses sagen, wir haben die neue Flüchtlingskrise. 60.000 Aufgriffe. Das nennt sich Flüchtlingskrise. Natürlich kann man wieder sagen, das ist alles in Ordnung. Ein paar Männer wird wieder ein paar Teddybären nachschmeißen und dann ein paar Messer zurückkriegen in 2 Jahren. Kann man alles tun. Ich mache es nicht. So, ich bin der Meinung, Grenzen dicht machen. Abschieben. Und zwar, sie kommen aus sicheren Herkunftsländern. Sie sind dort wieder zurückzuschieben. Also da brauche ich nicht einmal den Pass kontrollieren. Einen Zaun machen endlich. Einen Zaun. Na ja, logisch. Da kommen sie nicht drüber. Das ist recht einfach. Also du bist für einen Zaun. Ich bin für einen effizienten Grenzschutz. Und ein effizienter Grenzschutz. Von Klingenbach bis Spielfeld bei dir. Wenn die Europäische Union nicht in der Lage ist, die EU-Außengrenzen zu schützen, dann müssen wir Binnenmarktgrenzen wieder einführen. Ja. Es geht ja nicht anders. Also du willst dort einen stabilen Zaun. Und das österreichische Bundesheer und die Exekutivkräfte an der Grenze und... umdrehen, die kommen über Ungarn rein, sage ich, passt, Ungarn wieder retour. Die kommen über Slowenien rein, sage ich, passt, da ist Slowenien, fahrt nach Marburg oder nach Leibach, dort stellen sie einen Antrag, aber nicht bei uns. So einfach macht man das, wir lassen sie nicht mehr auf Staatsgebiet. Also es geht ja offenbar nicht schön, anders. Schön, dass das Leben so einfach ist. Ich ganz hoffe, der Herr Innenminister Kahner hört zu. Was ist deine Meinung dazu, Sebastian? Ich möchte, bevor ich dazu was sage, möchte ich noch eines sagen, was ich vergessen habe, was mir aber sehr wichtig ist, weil mir das jemand mitgegeben hat in Bezug auf die Corona- und die Gesundheitsgeschichte. Es war nämlich, ich weiß nicht, das Gesundheitspersonal hat einen 500-Euro-Bonus bekommen. Ich weiß nicht, ob man das weiß. Ja. Bis heute wahrscheinlich nicht gekriegt. Na, wer es nicht bekommen hat, sind all jene, die bei irgendwelchen Subfirmen oder ausgelagerten Firmen arbeiten. Logisch. Ja, aber es ist auch Frechheit. Das ist eine Schweinerei. Warum ist eine Reinigungskraft im Krankenhaus weniger würdig, einen 500 Euro? Und das möchte ich an der Stelle schon noch thematisieren. Gut. Wir müssen schauen, dass wir Fairness reinbekommen. Jawohl. So jetzt zu Corona. Jetzt zu Asyl. Genau. Bei Asyl muss man 2 Sachen berücksichtigen. Erstens, ja stimmt, es sind 60.000 Aufgriffe, aber nur 2.000 Leute sind hier geblieben. Das muss man auch berücksichtigen. Es wird ja gemonitort zwischen quasi aufgegriffen und registriert für die Grundversorgung. Ja, aber, ja. Aufpassen. Ja. Nein, was man auch feststellen muss, ich möchte damit das Problem nicht relativieren, aber ich möchte, dass wir auf der richtigen Ebene bleiben. Wir können hier nicht von einem Zuzug ins Sozialsystem oder einer Krise im Sozialsystem sprechen, wenn 58 von 60.000 Leuten weiterfahren, erstens. Und zweitens, ich bin genauso wie Sie der Meinung, dass es nicht
unkommentiert und nicht unbehandelt bleiben darf. Wir können doch nicht zuschauen, und ich nehme an, das werden ja auch immer mehr werden, ja, dass da unglaubliche Mengen an Menschen offensichtlich durch die Europäische Union geschleust werden. Aber dann frage ich Sie schon, Herr Gross, warum fahren Sie nicht einfach weiter, nicht nach Triest, sondern nach, ich weiß nicht, Sarajevo oder nach Belgrad. Und bringen und ein paar Flüchtlinge mit. Nein, sondern sprechen mit ihren Freunden am Balkan und sagen denen, dass die aufhören sollen, die Leute durchzuwinken. Ich verstehe nicht, wie das sein kann, dass diese Menschen den ganzen Weg von Afghanistan oder Syrien bis nach Wien oder nach wo auch immer sie hinkommen, schaffen, ohne Unterstützung zu bekommen unterwegs. Also ich verstehe auch nicht, warum die ÖVP oder auch die FPÖ, die ja auch in der Regierungsverantwortung war in den letzten 20 Jahren, es noch immer nicht geschafft haben, dass die EU-Außengrenzen entsprechend geschützt und Menschen auch entsprechend unterstützt werden, dort ein Asylantrag. Also ich darf Ihnen... Also, nein, warten Sie mal. Was ich vermeiden möchte, das ist das, was mir an Ihnen nicht gefällt. Sie stellen die richtige Frage, warum kommen so viele Leute her, aber Sie geben die Antwort, schicken wir alle wieder zurück. Das geht halt nicht. Wenn die Leute hier sind, dann müssen wir uns um sie kümmern. Wir müssen viel früher ansetzen. Wir müssen dort ansetzen, dass die gar nicht erst aufs Gebiet der Europäischen Union kommen, damit wir nicht das Problem haben, dass da 60.000 Leute in ein paar Monaten durchfahren. Darf ich Ihnen Folgendes sagen? In 70 Jahren Geschichte der österreichischen Bundesregierung hat die Freiheitliche Partei genau 1,5 Jahre den Innenminister gestellt. In 70 Jahren österreichischer Geschichte hat die Freiheitliche Partei genau 0 Jahre und 0 Tage den Außenminister gestellt. Ja, ebenso auch den Kanzler nicht gestellt. Und? Also jene Regierungsmitglieder, die wie Innenminister, Außenminister auf EU-Ebene, Bundeskanzler als Regierungschef mit Kompetenz dafür verantwortlich sind, hat die Freiheitliche Partei nicht gestellt. Nein, weil er mir gerade wieder erklären will, die Freiheitliche Partei ist schuld. Aber jetzt was anderes. Nein, Herr Dr. Colmena, Sie wollen der Asylpolitik noch, das geben Sie auch zu, das ist ein Floriani-Prinzip. Es kommt 6.000 ein, aber 58 schirmen eh weiter nach Deutschland. Nein, ich sage, das ist unsere Realität. Unsere Bude brennt noch nicht, aber die Deutschen sollen fort. Nein, Herr Gross, ich habe nur gesagt, das ist die Realität. Irgendein deutscher Innenminister, ja, wenn er nicht gerade der Analphabet ist auf der Regierungsbank, wird irgendwann einmal draufkommen und wird sagen, wisst ihr was, dann machen wir Freising wieder zu. Dann machen wir die Grenze zu Salzburg wieder zu. Dann schirmt die zurück nach Österreich, dann bieten sie da. Und der Söder ja schon gemacht, das ist ja nichts Neues. Wäre ja nichts Neues. So, und dann hast du ein Problem. Sehr schön. Ich sage ja auch nicht, dass das die Lösung ist. Oder nehmen Sie den Waldviertelbauer. Ihr habt ja das letzte Thema hier schon angesprochen. Wir gehen noch einmal in eine Werbepause. Bitte. Und dann haben wir noch ein Thema. Versteckt sich hinter 3 Meter Betonmauer und sagt, er hat keinen Zaun. Das ist einerseits die Teuerung. Und das ist andererseits die Frage, wie geht's nach dieser Bundespräsidentenwahl und nach diesem fulminanten Auftritt von Gerhard Gross jetzt mit unserer Bundesregierung weiter? Denn wir haben ja alle so darauf gehofft, wählst du Gerhard Gross, bist du die Regierung los, aber jetzt sind wir den Gross los und die Regierung bleibt. Also, ihn sind wir immer noch nicht los. Es geht gleich weiter, meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder zurück. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt sind wir zum letzten Mal zurück für heute. Schweren Herzens, denn es fällt wirklich schwer, von Gerhard Gross für eine Woche Abschied nehmen zu müssen. Jetzt haben wir uns so an ihn gewöhnt. Total. Jeden Tag in allen Medien, oder? Und jetzt, TikTok. Jetzt verlieren wir ihn für eine Woche und sehen ihn nur noch jeden Dienstag hier auf Ö24TV, aber für Sie ein schwacher Trost, wenigstens hier. Aber wir können den Mittwoch auch übernehmen, dann haben Sie wenigstens einmal Quote. Sehen Sie ihn weiter, jede Woche. Hier sehen Sie ihn weiter jede Woche. So, und jetzt wollte ich gerade sagen, der liebe Gerald hat uns ja vollmundig versprochen, wählst du Gerald Gross, bist du die Regierung los. Das hat nicht ganz funktioniert. Wir sind jetzt in Gerald Gross los, aber wir sind nicht die Regierung los. Die Regierung bleibt da, die Regierung freut sich, hat sicher mit ein bisschen an Schlumberger Sekt angestoßen am Sonntagabend. Und sagt, na Gott sei Dank ist der zweite Kelch an uns vorbeigegangen. Zuerst der Tiroler Kelch, dann der Präsidentschaftskelch. Jetzt muss nur noch die Hanni halbwegs ehrenvoll abschneiden und dann wird bis 2004 weiterregiert. Siehst du das auch so? Nein, weil in Salzburg, wenn ich mir die Bundespräsidentenwahlergebnisse anschaue, wird in Salzburg die Marlene Swatzeck ordentlich zuschlagen und 18-20% machen. Da geht die Sozialdemokratie gerade ein und flöten und der Haslauer macht auch keine gute Rolle. In Kärnten haben die Freiheitlichen eine Chance bis zu 25% mit einem geeigneten Spitzenkandidaten. In der Steiermark haben sie sogar die Chance, den Landeshauptmann zu erringen, wenn ich mir die Ergebnisse dort richtig anschaue. Das ist aber noch nicht. Das ist noch nicht, das ist in 2 Jahren. Aber das ist schon einmal, der Kunasek geht schon einmal in eine gewisse Richtung. Und in Niederösterreich könnte es die Freiheitliche Partei schaffen, das beste Ergebnis in ihrer Geschichte in der Zweiten Republik zu schaffen, wenn sie über 20% hupfen. Vor allem dort, das ist,
Da kann schon etwas passieren. Dort könnte es wirklich spannend werden. Ja, da könnte es spannend werden. Dort könnte es eine rot-blaue Mehrheit geben. Und wir wissen, dass der Herr Schnabel aber sowas von unberechenbar ist, dass ich nicht darauf wetten würde, dass sich der an die Frage... Also die rot-blaue Mehrheit... Der war immerhin beim Stronach Security Man. Wolfgang, die rot-blaue Mehrheit kann es in Niederösterreich nicht geben. Na, natürlich kann es nicht. Nein, weil wenn ich mir die Umfragen für die Sozialdemokratie dort in Niederösterreich anschaue, dann ist genau der Schnabel das Problem für die SPÖ. Die stottert in Niederösterreich. Ich weiß ja auch nicht, woher diese Umfragen kommen. Für Pamela Scheurer in die Wagner hat 28%. Also in Tirol wissen sie, reicht gerade einmal für 18. Okay? Nicht mehr. In Salzburg kommen die nicht über 20%. In Kärnten haben sie fast die absolute. Kaiser, braucht man nicht reden. In der Steiermark grundeln sie bei 20-23% herum. Im Burgenland haben sie es, aber Burgenland hat mehr Frösche als Wölder. Müssen wir jetzt einmal zur Kenntnis nehmen, okay? In Oberösterreich gibt es keine Sozialdemokratie mehr. In Vorarlberg ist sie vernachlässigenswert und in Wien gibt es das. Also sie liegt genau in drei Bundesländern über 30% und in die anderen Bundesländer unter 20%. In sechs Bundesländern, da frage ich mich langsam. Spannend wird Niederösterreich und natürlich wird spannend, ob in Niederösterreich ein Schnabel 25% mit der SPÖ macht und ob ein Landbauer auch über 20%. Also ich bin beim Landbauer, bin ich mir relativ sicher, dass der das macht, weil der, ich bin ihm jetzt ein paar Mal einmal begegnet, auch im Zuge des Wahlkampfes. Man begegnet ja auch vielen Lokalpolitikern und Landespolitikern. Der ist ein junger, dynamischer, der ist unheimlich aktiv und ist im Übrigen im Zwiegespräch sehr sympathisch und verbindlich. Also warum soll er es nicht machen? Aber du wolltest uns erklären, warum diese Regierung es bis 2024 nicht aushalten wird. Also ich würde mir wünschen, dass es die Regierung nicht aushält. Der alte Kalauer, willst du Gerald Groß, bist du die Regierung los, funktioniert ja leider seit zwei Tagen nicht mehr. Aber ich würde mir wünschen, wenn die Österreicherinnen und Österreicher so rasch als möglich die Neuwahlen bekommen würden, des Nationalrates, weil ich wirklich glaube, dass diese Regierung durch ist. Und warum ist sie durch? Weil wir reden heute schon über die größte soziale und wirtschaftliche Katastrophe unseres Landes. Wir haben die höchste Inflation seit 1950, seit den 50er Jahren. Und das wird jetzt im November, Dezember und Jänner nicht besser, sondern noch schlimmer. Und diese Regierung tut nichts. Sie heult weiterhin bei den Sanktionen mit. Sie will weiterhin verschärfen, statt dass sie entschärft. Und da haben wir schon riesige wirtschaftliche Verwerfungen, die in Wahrheit nicht mehr tabakbar sind. Und wenn ich mir heute ansehe, Magnus Brunner, der Finanzminister, sagt, er hat das größte Budgetdefizit in der Geschichte, dann frage ich mich, wie wir das finanzieren sollen. Wir sind ja nur mehr Hütchenspieler. Wir pressen es mit neuen Steuern beim Bürger aus und geben ihm dann einen Teil zurück und sagen, das ist der Teuerungsausgleich. Das ist ja alles nicht mehr darstellbar. Und daher sage ich, es braucht eine neue Regierung her. Diese Regierung ist verschlissen. Die ist fertig. Gut. Sebastian. Na, die Regierung ist dann fertig, wenn sie beschließt, Neuwahlen auszurufen oder wenn die Legislaturperiode endet und nicht vorher. Ja, oder wenn wir einen Bundespräsidenten gehabt hätten. Ja, aber das... Darf ich noch einmal die Seher fragen? Vermisst ihr mich schon? Ja, wir vermissen dich. Okay. Ich glaube nicht. Also. Wir weinen schon alle, dass du nach Triest fährst. So, genau. Bitte, Sebastian. Nein, also, ich bleibe ja nicht dort. Ja. Wer weiß. Vielleicht schon. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Also, ich bin der Meinung, diese Bundesregierung wird noch, man kann heutzutage mit der Eskalation, die wir gerade in der Ukraine sehen, die ja wirklich beispiellos ist, wenn man die Verwerfungen auf den Weltmärkten sieht, nicht wirklich sagen, was in 6 oder 12 Monaten sein wird. Und dann muss man auch schauen, wie dann die Stimmung in der Bevölkerung ist. Aber so wie es jetzt ausschaut, wenn sich das fortsetzt, was wir aktuell erleben, dann glaube ich nicht, dass Johanna Mikl-Leitner einen dramatischen Absturz in Niederösterreich erleben wird. Das ist einfach nicht das, was ich vor Ort spüre. Ich sehe aber, die Sozialdemokratie in Niederösterreich ist für das bundesweite Ergebnis der SPÖ wichtiger als die Wiener SPÖ. Das unterschätzen die Leute. In Niederösterreich wohnen viel mehr Menschen, die auch aktiv wahlberechtigt sind, plus die Wahlbeteiligung ist um einiges höher als in Wien. Das heißt, Niederösterreich ist wirklich auch für die Sozialdemokratie extrem wichtig. Ich bin kein Fan von Franz Schnabel, das habe ich immer ganz offen gesagt. Aber ich bin ein Fan von ganz vielen Sozialdemokraten, die in vielen kleinen Gemeinden in Niederösterreich eine gute Arbeit machen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass die SPÖ in Niederösterreich stärker wird. Ich beobachte auch, dass die FPÖ massiv zulegt. Das haben wir auch jetzt gesehen bei der Bundespräsidentschaftswahl. Ich glaube nicht wegen, sondern trotz einem Udo Landbauer, von dem ich überhaupt nichts persönlich halte, aber vielleicht auch deswegen, weil ich einmal vor Gericht gestanden bin mit ihm. Haben Sie verloren, oder?
Wir haben, ja, ich habe verloren. Ja. Ja, ich muss etwas zurücknehmen, dass... Ja. Sind Sie jetzt genauso ein Verurteilter wie ich, oder wie der Herr Armin Wolf behauptet hat? Ja, ja. Sind Sie Zivilprozess ein Verbrecher, oder was? Ja. Ach so, das habe ich nicht wegen einem Zivilprozess. Das sieht man ihm doch an, bitte. Ja, das stimmt. Ja. Nein, nein, das ist Sebastian falscher Tag, Mittwoch sitzt da. Panzerknacker kommen am nächsten Tag. Da haben Sie offenbar wirklich eine Traumatisierung. Nein, ich bin nur auch am Auge zusammen und zusammen. Wenn man mich lang genug reizt, irgendwann reizt man. Das sage ich auch bei der Gelegenheit. Das schwere Trauma. Wir sollten mal Westenthaler gegen Groß machen. Nein, ich habe einen Anstand. Das wäre ein Team will ich gar nicht, wo der sitzt. Gerne Abend. Mit Pepe Chapp nehme ich es auch mal auf. Der ist intelligent. Brauchen wir nicht reden, sofort. Wir tauschen einmal die Rollen. Das wäre lustig. Das wäre nicht schlecht. Vielleicht könnten Sie mit dem Herrn Westenthaler, Sie haben ja die gleiche Frisur. Ja, also ich glaube, dass die, wenn man sich die Ergebnisse anschaut oder die Tendenzen auch anschaut, ich glaube nicht, dass wir eine totale Erosion des Wahlergebnisses erleben werden. Weder durch Vlatsny, auch wenn er antritt, was ich ehrlich gesagt fast gar nicht glauben kann, weil auch ihm muss klar sein, dass er, dass die 4-5% nicht so einfach werden werden. Nationalratswahlen sind was anderes als Präsidentschafts- oder Europawahlen. Das ist einmal gelierende Stimme. Ganz genau. Und es sind vor allem auch die Leute haben auch bei der Präsidentschaftswahl eine Neigung, was anderes zu wählen, weil es nicht so wahnsinnig bedeutsam ist und weil die Leute eh gedacht haben, da fahren Appellen wir jetzt. Schauen wir uns Europawahlen an, da wählen die Leute zum Teil wirklich dubiose Geschichten. Gut. Also, du glaubst, die Hanni Mikl-Leitner wird das gewinnen. Du glaubst, dass Schnabel wird in Niederösterreich keinen Blumentopf reißen, aber bei der Nationalratswahl wichtig sein für die SPÖ. Genau. Und jetzt ich glaube, dass die SPÖ auf Gemeindeebene zulegen kann. Der Sendung noch, weil das Schlusswort kriegt natürlich heute der Herr Ex. Natürlich. Obwohl er diese Runde sogar beginnen durfte, nur dass er sie nicht wieder aufhört. Damit er weinen muss, ja. Sonst steht morgen wieder in der Zeitung, der Herr Wolf und der Herr Fellner sind so ungerecht zu ihm und der will jetzt nach der GIS auch die Privatrundfunkförderung stoppen und was. Ja, und vielleicht klagt er die an, oder muss aufpassen. Ja, genau, klagt mich und was. Also, sag bitte zum Schluss noch, was muss denn passieren, dass diese Regierung die nächsten 2 Jahre überlebt? Was muss passieren, dass sie wieder stabil wird, dass sie wieder arbeitet? Die letzten 2-3 Wochen waren ja nicht so schlecht und du hast es eh schon 2-mal gesagt heute. Sie haben natürlich mit diesen 10% für die Pensionisten zumindest eine für uns ganz wichtige und von uns ja auch besonders respektierte Zielgruppe in diesem Land, wenn man bösartig ist, könnte man sagen, ruhig gestellt. Wenn man verständnisvoll ist, könnte man sagen, das gegeben, was man ihnen mindestens geben muss. Ne? Okay? Ja, und es sollten halt nicht aufhören damit, Gerechtigkeit in diesem Land einzufahren. Und zwar nicht nur vor Wahlen. Und ich meine, es ist gut, dass wir jetzt eigentlich in der Logik so gut, dass wir jetzt regelmäßig Wahlen haben, weil das würde bedeuten, dass sie die ganze Zeit Wahlgeschenke machen müssen. Irgendwas muss von Niederösterreich kommen, ne? Da wird mit Sicherheit noch was passieren, aber ich glaube, ich mein, man muss dazu sagen, in Niederösterreich hat die Landeshauptfrau wirklich viel gemacht, um die Belastungen abzufedern. Das muss man wirklich anerkennen, parteiübergreifend. Aber der Punkt ist, ich glaube, dass diese Bundesregierung die Chance hat, gerade weil es diese Krisen gibt und gerade weil die Menschen die Sehnsucht nach Stabilität haben in so volatilen Zeiten, wenn sie es jetzt nicht völlig verbocken, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es passiert, aber wenn sie es nicht machen, sondern wenn sie jetzt beginnen, sich zu überlegen, na gut, nach den Pensionisten, wer könnte es vielleicht doch noch brauchen? Wie könnte man vielleicht doch noch für, zum Beispiel im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, für Gerechtigkeit sorgen? Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie sich wieder stabilisieren. Das heißt, sie haben die Chance zum Comeback. Das hast du beim Nehammer auch schon einmal gesagt und dann hast du gesagt, aber er lebt immer noch. Ich habe mich fürchterlich geirrt. Nein, ich habe gesagt, aber jetzt lebt er immer noch. Ich wollte gerade sagen, der Nehammer ist einer, ich meine, gut, das ist halt wirklich ein alter Politfuchs, ja, der weiß, was er macht und das muss man auch anerkennen, das kann man gut oder schlecht finden, aber er ist immer noch da und die ÖVP ist immer noch in der Regierung, trotz allem. Man darf nicht vergessen, was alles aufgedeckt wurde. Und man muss auch, glaube ich, eines sagen, das sehen viele Menschen auch, die ÖVP ist nicht nur Sebastian Kurz und seine Truppe. Die ÖVP sind vor allem ganz, ganz viele Menschen in den Gemeinden und in den Bundesländern und deswegen totgesagt. Und du gibst dem Nehammer jetzt ganz real eine Chance fürs Comeback nach dieser Präsidentenwahl, nach dieser Pensionistenrunde. Ich kann mir gut vorstellen, dass die ÖVP sich auf dem Niveau der SPÖ einpendeln wird. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die SPÖ überschätzt ist. Also ich glaube, beide aber, dann bei 25%. Ganz genau. Meine Prognose ist, wir werden alle wahrscheinlich, das ist es, wir werden zum ersten Mal in der Geschichte 3 weitestgehend gleich starke Parteien erleben. Und dann wird es richtig interessant, was die Koalitionsbildung betrifft. Herr Bundespräsident ins B, in Ex, AD. In Triest, AD.
Sie haben das Schlusswort. Du, es würde ihm einfach mit Gerald auch gehen. Wie geht es jetzt weiter? Warum einfach, wenn es kompliziert ist? Wie geht es jetzt weiter in dieser Republik? Naja, es steuern wir auf Neuwahlen zu oder nicht? Und was sind die ganz großen Themen? Ich weiß eh, was dein großes Anliegen ist. Die großen Themen. Was sind die großen Themen? Die großen Themen ist Teuerung, Teuerung, Teuerung. Das ist Sozialwesen, Gesundheitswesen, Bildung. Das sind die tragenden Fragen, um die sich in der Politik alles derzeit dreht. Und wenn das die Politik nicht löst, ist sie gescheitert. Recht einfach. Und dann wird sie auch abgelöst. Und dann ist es eine Frage, ob es die Nationalratswahl in einem halben Jahr gibt oder in eineinhalb Jahren. Zur Analyse von Bornmena, da hat er schon recht. Also ich glaube, dass die Freiheitliche Partei, und das hat man bei der Bundespräsidentenwahl auch gesehen, noch viel stärker liegt, weil dort gibt es dann vielleicht keinen Groß- und keinen Tassilo Valentin. Aber nur vielleicht, oder? Naja, aber da gibt es halt den Herrn Kirchengern Kali. Also ich meine, irgendwann wird es immer geben. Achtung. So, und dann hat die aber eine Chance, auf 23-24% zu kommen. Vielleicht schafft sie es auch, personell breiter zu sein und bürgerliches Publikum anzusprechen. Ja, warum soll nicht der Kickl einmal mit dem Valentin reden und sagen... Oder mit Gerald Groß? Achtung, Parteipolitik ausgeschlossen. Also warum soll es das nicht geben? Und dann stellt sie sich breiter auf. Die SPÖ ist für mich zu überschätzt. Und die ÖVP ist aus meiner Sicht noch immer nicht aus dem Jammertal heraus. Also zu glauben, nur weil der Bundespräsident mit 55% oder 56% knapp durch die Ziellinie gegangen ist, jetzt ist der Herr Nehammer deswegen besser. Na, falsch. Die einzigen, die durch die Bundespräsidentenwahl wirklich massiv geschwächt worden sind, ist Rot und Schwarz. Sie haben ihre Themen nicht gesetzt, da sind wir wieder bei den Themen, und die Neos. Weil in Wahrheit hat das gesamte Wählerreservoir der Neos der Herr Valentin ausgerammt. Und das ist relativ spannend. Nein, und der Vlazni, Entschuldigung, der Vlazni hat es ausgerammt. Der Vlazni, Verzeihung, der Vlazni hat es ausgerammt. Entschuldige, bei einer Partei, die immer da bei 5-6% umgokelt, wenn du 30% fällt, bist du aus dem Nationalrat heraus in Wahrheit. Also der Herr Vlazni hat da schon ein Potenzial. Okay. War spannend mit euch, lieber Gerald. Wir sind überglücklich, und Sie, meine Damen und Herren, hoffe ich auch, dass du uns erhalten bleibst, dass du nicht gleich Stand nicht komplett in Frage. Demissioniert hast, dass du nicht so deprimiert wirst. Sie wollten aus der Hofburg senden, du kommst. Ich wollte aus der Hofburg eigentlich senden. Ich wollte aus der Hofburg senden. Und zwar ohne Sie. Ich war schon fest darauf eingestellt. Mit der Schuschu, oder was? Nein, Sie hätte ich für die Hundströmerl am Möldenplatz vorgesehen gehabt, die den Juli da hinterlassen haben. Ich war schon fest aufs Maria-Theresien-Zimmer eingestellt. Aber erstens kommt es anders. Und wenn wir es bei der nächsten probieren? Naja, sicher, wir probieren es bei der nächsten, bei der übernächsten. Aber vielleicht kriegen wir zwischenzeitig eine Kammer im Parlament, wenn du in den Nationalrat einziehst. Also, Gerald Groß ist wieder da. Er bleibt Ihnen erhalten. Wir haben heute 1,5 Stunden Seelenmassage mit ihm betrieben. War spannend. Selbst der Sebastian Großbornmena war heute so lieb zu ihm, dass ich ihm diesen Dreifachnamen verpassen muss, weil er so sympathisch mit dir umgegangen mitfühlend. Ist. Mitfühlend. Liebe. Ich brauche kein Mitfühlen. Fast wie ein großer Bruder. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich tatsächlich. Jetzt werden Sie sich alle denken, um Gottes Willen, was für ein wunderbarer Mensch ist uns jetzt als Bundespräsident verloren gegangen. Aber bitte trösten Sie sich. Als Fernsehkommentator und Streithansel am Dienstag bleibt er Ihnen erhalten. In dem Sinn, gute Nacht. Wir sehen uns wieder am nächsten Dienstag bei Groß gegen Bornmena bei Fellner Live.